Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass einige Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestags unter uns sind zu einem Fachgespräch, das sich mit dem Thema Diebstähle, Einbruchsdiebstähle, Autodiebstähle beschäftigen soll. Das ist das zweite Fachgespräch, das wir seitens der CDU-CSU-Fraktion zum Thema innere Sicherheit machen. Und ich darf Sie auch im Namen des Kollegen Stefan Mayer herzlich dazu begrüßen. Wir hatten ja gemeinsam ein Fachgespräch im September zum Thema Dschihadismus, fanatischer Islamismus, miteinander veranstaltet. Und das Thema hat leider, muss man sagen, seit Paris natürlich noch einmal eine besondere Bedeutung bekommen. Aber die Erkenntnisse, die wir auch mit Fachleuten im September gewonnen haben, waren natürlich für den politischen Willensbildungsprozess notwendig und richtig gewesen. Und das zeigt auch, dass wir in der Union nicht hektisch und aufgeregt und so alarmierend tätig werden, wenn schlimme Dinge in unserem Land passieren, sondern das Thema innere Sicherheit für uns ein seriöses Dauerthema eben ist. Ich möchte besonders herzlich begrüßen unsere drei Fachleute und bedanke mich bei Ihnen herzlich, dass Sie bei uns sind und uns Ihre Expertise zur Verfügung stellen und uns an Ihren Erkenntnissen und an Ihren Einblicken aus der Praxis dann hier teilhaben lassen. Das ist sehr wichtig. Ich habe das Thema Terrorismus und Dschihadismus angesprochen, das uns, wie gesagt, schon vor Paris im September in einer solchen Runde beschäftigt hat. Für viele Bürgerinnen und Bürger ist aber das Thema Einbruch, Diebstahl ein sehr viel näheres Thema. Und einmal überspitzt gesagt, es ist ja auch wahr, dass eine Bürgerin und eine Bürger Opfer eines Einbruchdiebstahls wird, ist natürlich sehr viel wahrscheinlicher, als Opfer eines terroristischen Anschlags zu werden. Gleichwohl ist das keine triviale Geschichte. Gerade der Einbruchsdiebstahl ist, abgesehen von dem materiellen Schaden, der entsteht, für viele Bürgerinnen und Bürger eine schwere psychische Belastung. Bis dahin, dass Menschen traumatisiert sind, nicht nur über Tage und Wochen, sondern über viele Monate, teilweise über Jahre. Ich sehe die Frau beispielsweise vor mir, die mir sagt, eine Frau aus Pforzheim in meinem Heimatland Baden-Württemberg, es ist schon 2 Jahre her, aber ich schlafe immer noch nicht in meinem Bett im Schlafzimmer, weil ich im Grunde genommen in diesem Schlafzimmer nicht mehr schlafen kann. Oder eine Frau aus Baden-Württemberg, die mir sagt, meine Kinder, seit bei uns eingebrochen worden ist, wollen meine Kinder nicht mehr alleine zu Hause sein. Ich kann sie nicht mehr alleine zu Hause lassen, weil sie Angst haben. Und die Diebstähle, das ist natürlich eine Kriminalität, die im sechsstelligen Bereich stattfindet, in einzelnen Bundesländern geradezu explodiert ist. In Baden-Württemberg haben wir nach der PKS, die ja insbesondere aus den Ländern kommt, eine Zunahme von über 30% der Einbruchsdiebstähle innerhalb von einem Jahr. Und ich finde, da kann die Politik sich nicht nur hinstellen und sagen, das ist halt die Statistik, sondern da müssen wir uns gemeinsam mit den Fachleuten überlegen, gibt es Möglichkeiten, wo wir auch handeln können, um beispielsweise diesen geschützten Raum der eigenen 4 Wände noch besser und sicherer zu machen. Zumal auch der Diebstahl etwa von Kraftfahrzeugen, aber auch in Kraftfahrzeugen, also beispielsweise das Autoradio oder aber auch sehr beliebt das Navi, das ist natürlich etwas, was des Deutschen liebstes Kind ist und deswegen auch die Bürgerinnen und Bürger belastet, wenn solche Diebstähle stattfinden.
Und das muss man auch sagen, es gibt natürlich bei vielen Menschen eine gewisse Frustration, was die Aufklärungsrate bei solchen Delikten angeht. Und auch darüber, finde ich, sollten wir sprechen. Wir in der Union, das will ich nur in aller Kürze sagen, treten vor allem für eine stärkere Polizeipräsenz ein. Wir haben auf unserem Bundesparteitag der CDU in Köln ein großes Paket zur inneren Sicherheit verabschiedet. Ich darf aber sagen, dass wir hier mit der CSU eine wirklich hundertprozentige Übereinstimmung haben. Das sind im Grunde genommen Forderungen, die Stefan Mayer, Thomas de Maizière und ich mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Innenbereich miteinander erarbeitet haben. Wir reden nicht nur, sondern wir handeln. Trotz Schuldenbremse, trotzdem, dass wir mit dem Geld auskommen, das wir einnehmen im Bund, trotz dem ausgeglichenen Haushalt, haben wir im Bundeshaushalt 2015 400 zusätzliche neue Stellen für die Bundespolizei beschlossen. Dass das richtig gewesen ist, kann niemand bestreiten. Und diesen Weg wollen wir weitergehen. Und ich hoffe, dass dieses Signal, dass wir im Bund keine Schulden machen, aber trotzdem in der inneren Sicherheit 400 neue Stellen für Polizistinnen und Polizisten schaffen, dass das auch ein Signal in die Länder hinein ist und uns möglichst viele Bundesländer auf diesem Weg auch folgen wollen. Wir wollen, dass Maßnahmen, wo sich Bürgerinnen und Bürger selbst vor Einbruchsdiebstahl schützen, etwa durch bauliche Maßnahmen, zu einer stärkeren steuerlichen Absetzbarkeit kommen. Und wir schlagen auch ein eigenes KfW-Programm vor, weil nicht alle Menschen einen Steuervorteil wollen, sondern manche eben auch die Zuschussvariante bevorzugen, wenn sie ihre eigenen vier Wände etwas sicherer machen. Und interessant ist natürlich, und da blicke ich dann auf unsere Experten, wie ist die internationale Dimension dieses Themas? Wie ist das mit ausländischen Banden, die in Deutschland ihr Unwesen treiben? Was kann die EU, was kann Europol leisten? Auch das sind natürlich Fragen, die von großem Interesse sind. Und hier dürfen wir gespannt sein, was uns unsere Fachleute, unsere Experten an Analyse mitbringen, was sie uns an Vorschlägen machen können, wie wir zu mehr Sicherheit kommen. Ich darf besonders herzlich begrüßen Herrn Stefan Michel. Er leitet die Gruppe Wirtschafts-, Finanz- und Eigentumskriminalität beim Bundeskriminalamt. Herrn André Schulz, den Bundesvorsitzenden des Bundesdeutscher Kriminalbeamter, und Herrn Oliver Hauner, der sich beim Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft um die Schadensverhütung kümmert. Nun wollen wir es so halten, dass zunächst unsere drei Experten zu Wort kommen und dann nach einer halben Stunde sind Sie alle herzlich eingeladen, mit zu diskutieren. Und ich wünsche mir gemeinsam mit Stefan Mayer, dass wir eine erkenntnisreiche und gute Veranstaltung miteinander haben. Herr Michel, ich würde Sie als den Experten aus dem BKA, aus dem Bundeskriminalamt, als Ersten bitten. Ja, Herr Strobel, Herr Mayer, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich würde jetzt einen Überblick geben wollen über die Lage im Bereich der Eigentumskriminalität mit einem besonderen Fokus auf den Wohnungseinbruchsdiebstahl und auch die Kfz-Kriminalität, aber auch insbesondere die dahinterstehenden Täterstrukturen beleuchten. Was bedeutet das für die Polizei auf nationaler Ebene wie auch auf internationaler Ebene? Dann würde ich einen Überblick geben wollen über die nationalen, aber auch insbesondere über die internationalen Bekämpfungsaktivitäten auf polizeilicher Ebene. Okay. Vielleicht kann man mal den Vortrag einspielen. Ah ja, jetzt haben wir es. Das sieht gut aus. Wenn es jetzt noch der richtige Vortrag ist, dann...
könnte es klappen. Kann das sein, dass Sie gerade drin sind? Ja, meine Damen und Herren, Eigentumskriminalität macht etwa 40% der Gesamtkriminalität aus. Das heißt, wir haben es hier mit sogenannten Massendelikten zu tun. Die Eigentumskriminalität als Deliktsbereich spielt jedoch eine zunehmend bedeutende Rolle bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität bzw. bei der Bekämpfung vorgelagerter organisierter Tatbegehungsformen. Wir, das heißt die deutsche Polizei, führen im Schnitt 600 OK-Verfahren jährlich. Das sind Ermittlungsverfahren, welche die komplexe deutsche OK-Definition erfüllen. Das OK-Lagebild 2013 umfasst insgesamt 580 Ermittlungsverfahren, welches als Betätigungsfeld der OK-Gruppierungen an erster Stelle den Rauschgifthandel und Schmuggel auswirft, nämlich über 35%. An zweiter Stelle jedoch steht bereits die Eigentumskriminalität mit einem Anteil von 16%. Auffällig in diesem Zusammenhang ist die hohe Anzahl an neu eingeleiteten Ermittlungsverfahren in diesem Deliktsfeld, nämlich 66%. Noch prägnanter stellt sich die Situation im sogenannten OK-Vorfeld dar. Das sind Delikte, die eine organisierte Tatbegehungsweise aufweisen, jedoch nicht in Gänze unsere OK-Definition erfüllen. Das sind überwiegend Delikte aus dem Bereich der qualifizierten Bandenkriminalität. Hier war die Eigentumskriminalität 2013 mit einem Anteil von etwa 31% am stärksten vertreten. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass die Grenzen zwischen Bandenkriminalität und organisierter Kriminalität fließend sind. Das heißt, wir haben es hier mit einer veränderten Lage zu tun. Warum das so ist, will ich anhand der beiden hier im Fokus stehenden Phänomene Wohnungseinbruchsdiebstahl und Kfz-Diebstahl herausarbeiten. Schauen wir uns zunächst mal die Fallzahlen an beim Wohnungseinbruchsdiebstahl von 1993 bis 2013. Wir hatten letztendlich bis zum Jahre 2006 einen kontinuierlichen Rückgang der Fallzahlen bis auf etwa 106.000 Fälle. Seit 2009 stellen wir einen erheblichen Anstieg der Fallzahlen fest. 2013 waren knapp 150 Wohnungseinbruchsdiebstähle zu verzeichnen. Die entsprechenden Zahlen aus der polizeilichen Kriminalstatistik 2014 liegen noch nicht vor. Erste Einschätzungen aus den Bundesländern deuten jedoch auf einen weiteren leichten Anstieg an, im bundesweiten Schnitt gesehen, wobei die Entwicklung, Herr Strobel hat es schon angedeutet, in den Bundesländern unterschiedlich sind. Der Anteil der Versuche lag im Jahre 1993 bei 28,3% und stieg seither kontinuierlich auf über 40% im Jahre 2013 an. Diese Entwicklung spricht auch für die Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen, insbesondere der von technischen Sicherungseinrichtungen, da Wohnungseinbrecher erfahrungsgemäß die Tatbegehung häufig abbrechen, wenn ihnen ein schnelles Eindringen in die Wohnung nicht gelingt. Das wird auch heute hier noch mal Thema sein. Wie sieht die Deliktsbelastung aus, bundesweit gesehen? Die Häufigkeitszahl, das heißt also Straftaten pro 100.000 Einwohner im Jahr 2013, lag beim Wohnungseinbruchsdiebstahl im bundesweiten Durchschnitt bei 185, wobei regionale, das sehen Sie, erhebliche Unterschiede festzustellen sind. Schwerpunkte bei Wohnungseinbruchsdiebstahl sind die Metropolen und städtischen Regionen, sowie die Gegenden entlang von Fernstraßen, die einen schnellen Zu- und Abgang zum Tatort ermöglichen. Jahreszeitlich gesehen gibt es im Winterhalbjahr deutlich höhere Fallzahlen als im Sommerhalbjahr. Bei den Bundesländern selber hatten die Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Berlin die höchsten Häufigkeitszahlen. Wie sieht die dahinterstehende Täterstruktur aus? Die Aufklärungsquoten beim Wohnungseinbruchsdiebstahl, auch das ist schon angedeutet worden, sind ausgesprochen niedrig. 2013 lag der Wert bei 15,5%. So hatten wir 1993 noch eine Aufklärungsquote von mehr als 20%. Im Jahre 2013 wurden insgesamt 17.700 Tatverdächtige ermittelt, darunter 31,1% Nichtdeutsche.
Der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen ist seit 1999, damals waren es knapp 20%, kontinuierlich gestiegen. Prägnant ist hier der Zeitraum zwischen 2009 und 2013. Hier ist die Zahl der ermittelten deutschen Tatverdächtigen um 4,8% zurückgegangen, während sich die Zahl der ermittelten nichtdeutschen Tatverdächtigen um 43,2% erhöht hat. Bei den deutschen Tatverdächtigen handelt es sich ganz überwiegend um örtlich-regionale Täter mit einer engen Tatort-Wohnsitzbeziehung. Gleiches gilt im Übrigen auch bei nichtdeutschen Tatverdächtigen, wie beispielsweise für die türkischen Staatsangehörigen, die letztendlich die größte Gruppe der nichtdeutschen Tatverdächtigen darstellen. Sie haben eine ähnliche Tatort-Wohnsitzbeziehung wie die deutschen Täter. Bei den ermittelten nichtdeutschen Tatverdächtigen ist aber seit 2009 ein überproportional starker Anstieg von Tatverdächtigen aus ost- und südosteuropäischen Staaten festzustellen. Ihre Tatort-Wohnsitzbeziehung zeigt, dass sie zu einem erheblichen Teil überregional bzw. international agierende, also reisende Täter sind. Aufgrund der niedrigen Aufklärungsquoten sind fundierte Aussagen zu Fallzahlen, die reisenden Täter zugeordnet werden können, schwer möglich. Alle uns vorliegenden Informationen sprechen jedoch dafür, dass der Anstieg in den letzten Jahren bei den Wohnungseinbruchsdiebstahlen in ganz großen Teilen auf reisende Tätergruppierungen zurückzuführen ist, die ganz überwiegend aus Südost- und Osteuropa stammen. Wie ist der Modus operandi? Die Reisenden, in der Regel in Gruppen agierenden Täter, sind bezüglich ihrer Herkunft überwiegend homogen zusammengesetzt. Das heißt, sie kommen aus der gleichen Stadt, aus der gleichen Region. Sie reisen aus dem Ausland zur Straftatenbegehung an, halten sich teilweise ja Wochen oder Monate lang auf, um Wohnungseinbruchsdiebstähle oder andere Delikte zu begehen. Zum Teil greifen sie auf Residenten zurück, die sie logistisch unterstützen oder die im Vorfeld geeignete Einbruchsobjekte ausspähen bzw. Hilfestellung bei der Beuteverwertung leisten, sofern diese nicht im Heimatland erfolgt. Prägnant ist hier auch, dass im benachbarten europäischen Ausland vergleichbare Entwicklungen festzustellen sind. Es ist also nicht ausschließlich ein deutsches Problem. Ja, wie gehen wir damit um? Angesichts der besonderen Bedeutung des Deliktes für das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung, auch das ist schon angesprochen worden, und der in den letzten Jahren erheblich gestiegenen Fallzahlen, genießt die Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls bei den Polizeien in bunten Ländern sowohl im präventiven als auch im repressiven Bereich große Bedeutung. Im Rahmen der Präventionsarbeit setzen die Polizeibehörden auf technische Sicherung und verhaltensorientierte Aufklärung. Hierzu wird auch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit betrieben, sowohl im Internet als auch in anderen Medien, beziehungsweise eine persönliche Beratung in den polizeilichen Beratungsstellen angeboten. Dies erfolgt zum Teil in enger Kooperation mit den Partnern aus der Wirtschaft. Darüber hinaus waren beziehungsweise sind mehrere Bund-Länder-Projektgruppen, zum Teil eingerichtet auf Beschluss der IMK, auf polizeilicher Ebene mit der intensivierten Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahles beziehungsweise damit zusammenhängend von reisenden Tätern im Bereich der Eigentumskriminalität befasst. Wesentlicher Baustein hier, auch in Bezug auf die Abstimmung der nationalen Zusammenarbeit, sind die bei den Landeskriminalämtern, dem Bundespolizeipräsidium und dem Bundeskriminalamt eingerichteten Koordinierungsstellen reisende Täter-Eigentum. Wie sieht es im internationalen Bereich aus? Vor dem Hintergrund ähnlicher Lageentwicklungen in den europäischen Nachbarstaaten erfolgt im Rahmen des sogenannten EU-Policy-Cycle, bei dem europaweit Bekämpfungsschwerpunkte in einem Mehrjahreszeitraum festgelegt werden, unter anderem auch eine Fokussierung auf den Bereich der Eigentumskriminalität, das sogenannte Organized Property Crime. Eines der Hauptthemen hierbei ist auch die Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahles. Ziel ist hierbei die Festlegung und Umsetzung von gemeinsamen Kontroll- und Bekämpfungsmaßnahmen. Ergänzt wird diese Schwerpunktsetzung mit der Durchführung von gemeinsamen Projekten auf EU-Ebene. So führt das BKA gemeinsam mit Partner- und Teilnehmerländern ein Projekt zu Mobile Organized Crime Groups, also organisiert reisende Tätergruppierungen im Bereich der Eigentumskriminalität durch. Eine zentrale Rolle bei der Auswertung relevanter Informationen und bei der Abstimmung
sowie Koordination von Maßnahmen nimmt dabei Europol ein. Hierzu stellt Europol entsprechende Datenbanken zum länderübergreifenden Datenabgleich zur operativen Auswirkung zur Verfügung, richtet Koordinationsstellen ein bei operativen Maßnahmen bzw. unterstützt bei Bedarf auch mit Fachexpertise vor Ort. Darüber hinaus führen die Bundesländer regionale Schwerpunktmaßnahmen durch mit den jeweiligen Nachbarstaaten, wie zum Beispiel grenzüberschreitende Kontrollmaßnahmen. Besondere Bedeutung kommt aber insbesondere der Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern der Tätergruppierungen zu, um die Gruppierungen nachhaltig zerschlagen zu können bzw. die Hinterleute ermitteln zu können. Beispielsweise im Rahmen von gemeinsamen Ermittlungsgruppen oder durch die Einleitung von Spiegelverfahren in den jeweiligen Staaten. Wir haben hier sehr gute Erfahrungen gemacht, beispielsweise mit Rumänien, aber auch mit Serbien als Nicht-EU-Staat. Zum Bereich Kfz-Diebstahl. Die Diebstahlszahlen bewegen sich seit 2011 auf einem gleichbleibend hohen Niveau, im Durchschnitt ca. 35.500 entwendete Fahrzeuge bzw. 19.000 auf Dauer abhanden gekommene Pkw. Die durchschnittlichen Schadenssummen, und das ist auch für die Versicherungswirtschaft interessant, liegen nach wie vor deutlich über dem Durchschnittswert der letzten 5 Jahre. Das heißt, es werden immer hochwertigere Fahrzeuge entwendet, welche nicht mehr erlangt werden können. Die Belastungszahlen bundesweit gesehen, das heißt also dauerhaft entwendete Pkw, je 100.000 zugelassene Fahrzeuge, zeigen auch hier ein differenziertes Bild. Danach sind die östlichen Bundesländer, die eine gemeinsame Grenze mit Polen und Tschechien haben, am stärksten belastet. Gleiches gilt für die Stadtstaaten Hamburg und Berlin aufgrund der kurzen Wege nach Polen. 3/4 aller in Deutschland gestohlenen Fahrzeuge stammen von deutschen Herstellern. Ja, wo gehen die Fahrzeuge hin? Sie werden hauptsächlich zurzeit nach Russland, Zentralasien und die Kaukasusregion verbracht. In geringerem Maße auch nach Westafrika und in den Nahen Osten. Weitere Zielländer sind die osteuropäischen Mitgliedsländer der EU, wobei die Verschieberouten vielfältig sind. Ein Teil der Fahrzeuge verbleibt auch in Deutschland und wird in Einzelteile zerlegt. Diese Einzelteile werden dann anschließend über das Internet vertrieben. Wie sieht hier die Tatverdächtigenstruktur aus? Gemäß PKS liegt der größte Anteil der Tatverdächtigen bei der Kfz-Kriminalität insgesamt bei deutschen Staatsangehörigen. Beim klassischen Diebstahl allerdings, und das ist das Phänomen, auf das wir hier den Fokus richten, das heißt das Eindringen in das Fahrzeug, das Überwinden der Wegfahrsperre, das Anlernen eines neuen Schlüssels, ergibt sich ein anderes Bild. Hier sind insbesondere polnische und litauische Staatsangehörige führend. In der Regel kommen die Täter, das heißt Diebe und Kurierfahrer, nach Deutschland und kehren unmittelbar nach den Taten wieder zurück in ihr Heimatland. Auch hier haben wir es also mit dem Phänomen der reisenden Täter zu tun. Zum Modus operandi. Auch hier arbeiten die Täter in Gruppen, Banden, wo jedes Mitglied eine bestimmte Aufgabe hat, also eine klassische Aufgabenteilung. An der Spitze der Strukturen steht dann häufig eine Person oder Personen, welche für die deutsche Polizei kaum noch ermittelbar, geschweige denn greifbar ist. Auch hier ist eine enge internationale Zusammenarbeit zwingend notwendig. An der Stelle sei auch auf das jährliche Bundeslagebild Kfz-Kriminalität verwiesen, welches durch das BKA erstellt wird und über unsere Homepage abgerufen werden kann. Zur nationalen Bekämpfung der Kfz-Kriminalität. Auch in diesem spezifischen Phänomenbereich der Eigentumskriminalität wurden schon vor Jahren institutionalisierte Zusammenarbeitsstrukturen auf Ebene aller Landeskriminalämter, der Bundespolizei und des BKA geschaffen, um aktuelle Trends und Entwicklungen zu besprechen und Vorschläge zur Verbesserung der präventiven und repressiven Maßnahmen bei der Bekämpfung dieser Deliktsform zu erarbeiten. Darüber hinaus wurde 2010 von Bund und Ländern ein nationales Bekämpfungskonzept erarbeitet, als dessen Ausfluss eine entsprechende Koordinierungsgruppe auf Ebene des Arbeitskreises 2 Innere Sicherheit eingerichtet wurde, mit der Entwicklung weiterer Bekämpfungsmöglichkeiten. Darüber hinaus findet auch eine enge Kooperation mit den deutschen Fahrzeugherstellern statt, mit dem Ziel, schnell über Informationen zu verfügen, um eine Identifizierung von verfälschten Pkw zu erreichen, was neben der Sicherstellung eines entwendeten Fahrzeuges natürlich auch zu Hinweisen auf eine Tätergruppierung führen kann.
Gleiches gilt für die Zusammenarbeit mit der Versicherungswirtschaft im Sinne eines ganzheitlichen Bekämpfungsansatzes. Auch auf internationaler Ebene gibt es zahlreiche spezifische Gremien-Zusammenarbeitsstrukturen zur Bekämpfung der Kriminalität, sowohl auf europäischer Ebene, aber auch darüber hinaus im Rahmen der Interpol-Kooperation, wo es um Fragen der Außenfortbildung, der Kfz-Identifizierung oder der Durchführung auch gemeinsamer internationaler Fahndungsmaßnahmen geht. Alle Aktivitäten sind jedoch im Gesamtkontext der europäischen Bemühungen zur Bekämpfung reisender Tätergruppierungen im Bereich der Eigentumskriminalität zu sehen. Kfz-Kriminalität ist eine Facette davon. Insofern greifen auch hier alle Maßnahmen, wie ich sie schon für den Wohnungseinbruchsdiebstahl ausgeführt habe. Ergänzt wird das Ganze durch gemeinsame EU-Projekte, was ich eben schon angesprochen habe. Ganz kurzes Fazit. Wohnungseinbruchsdiebstahl und Kfz-Diebstahl sind zwei Facetten eines Gesamtphänomens in Europa. Das sind die reisenden Tätergruppierungen. Diese Facetten ließen sich beliebig fortsetzen, angefangen beim organisierten Taschen- oder Ladendiebstahl, über den Buntmetalldiebstahl bis hin zu schweren Formen des bewaffneten Raubes auf Juweliere. Das heißt, den Fokus zu legen auf den Wohnungseinbruchsdiebstahl und den Kfz-Diebstahl greift zu kurz. Damit schließt sich letztlich auch der Kreis zur OK-Lage bzw. zu schwerwiegenden Formen vorgelagerter Erscheinungsformen, wo die Eigentumskriminalität eine zunehmende Rolle spielt. Das heißt, organisierte Kriminalität ist vor der Haustüre angekommen. Insofern sind diese Phänomene über das, was schon gemacht worden ist, im Gesamtkontext auch einer aktuellen Standortbestimmung der OK-Bekämpfung, die sich auch von klassischen Betrachtungsweisen löst, zu sehen. Das tun wir aktuell in Abstimmung mit den Landespolizeien. Das war auch Gegenstand der letztjährigen Tagung, des Herbsttagung des Bundeskriminalamtes. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Michel. Und jetzt bitte Herr Schulz, der Bundesvorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Herr Strobel, Herr Mayer, herzlichen Dank für die Einladung. Vielleicht ein erklärendes Wort dazu, weil es alle nicht wissen, es gibt ja mehrere Interessenvertreter der Polizei in Deutschland. Es gibt nur einen politisch unabhängigen, fachlich neutral, sachlich orientierten. Das sind wir als Interessenvertreter der Kriminalpolizei in Deutschland. Wir beraten jede Partei, jede Fraktion sachlich, genau wie der Kollege vom BKA das eben auch dargestellt hat, so sind wir auch in der Fachlichkeit orientiert. Deswegen kann nicht ideologisch alles, was ich Ihnen sage, ist Fakt in der Praxis oder sind Erkenntnisse aus der Praxis. Mein Titel war ja ein bisschen weitgreifender, wie zukunftsfähig ist die Kriminalitätsbekämpfung in Deutschland aufgestellt. Das wäre sicherlich vermessen, das in 10 Minuten abhandeln zu wollen. Ich versuche mal den Fokus dann auch gleich nochmal auf Eigentumsdelikte in diesem Bereich, wie Herr Michel das eben schon machte, zu lenken. Muss natürlich ein bisschen kurz globaler werden. Wir haben eben schon darüber gesprochen, PKS-Zahlen, das ist das, was Politik zum Glück, muss man auch wirklich sagen, auf Bundesebene angenehmer mit umgeht, mit PKS-Zahlen, ehrlicher mit umgeht in der Bewertung, als ich das in den Ländern gewohnt bin. In den Ländern ist es so, es geht ja jetzt wieder los, im März werden die ersten Länder verkünden, dass die meisten Taten mindestens gleich geblieben sind oder weit rückläufig sind. Und dann ist es eine Aufgabe unserer zum Beispiel, unseres Verbandes, das ein bisschen zu relativieren, weil wir dann aufklären müssen, sind die Zahlen wirklich zurückgegangen, welche Zahlen sind zurückgegangen, welche sind gestiegen. Ein wichtiger Faktor ist zum Beispiel, wie ist denn das Anzeigeverhalten in Deutschland überhaupt? Wissen Sie zum Beispiel, dass über 90% aller Vergewaltigungsdelikte in Deutschland nicht angezeigt werden, aus verschiedenen Gründen? Ungefähr 75% alle Wohnungseinbrüche werden nur angezeigt, 25% nicht, aus verschiedensten Gründen. Kfz-Delikte, genau das Gleiche, 25% aller Kfz-Diebstähle, und da fragt man sich ja eigentlich, warum, werden gar nicht angezeigt. Weil der Geschädigte gar kein Interesse daran hat, dass wir das wissen zum Großteil, aus verschiedenen Gründen. Also relativieren sich die Zahlen nochmal. Wir haben so ein Dogma in Deutschland zurzeit, knapp unter 6 Millionen Taten insgesamt zu bleiben, um bloß nicht zu überschreiten, werden wir wahrscheinlich dieses Jahr wieder hinbekommen, weil die Länder sehr findig sind, wenn es darum geht, die PKS, also die Polizeistatistik, so auszulegen, dass es passt. Das ist ein Phänomen,
zum Beispiel, was jetzt gerade Baden-Württemberg und Bayern besonders trifft. Ronald Strobel, jetzt müssen wir mal weghören, die Südländer waren immer sehr findig. Das ist eine Definitionsfrage zum Beispiel, wenn ich, obwohl sie weniger Aufbrüche und Einbrüche hatten als andere Länder, das ist ein ganz klares Nord-Süd-Gefälle in Deutschland festzustellen. Nicht mehr Baden-Württemberg. Jetzt holen sie massiv auf, das hat verschiedene Gründe, muss man auch nicht stolz drauf sein. Ist ein Bereich, wenn ich zum Beispiel, das kenne ich aus Bayern, ohne jetzt die Bayern wieder zu ärgern, wenn ich an einer Terrassentür 7-mal versuche, die aufzuhebeln und die statistisch dann als Sachbeschädigung erfasse, weil die Tür kaputt ist, und nicht als versuchten Einbruch, sieht das in der Statistik deutlich besser aus und es ist zulässig, weil das keiner kontrolliert in diesem Sinne. So kommen natürlich in einigen Ländern, deswegen waren sie im Süden sowieso niedriger, ist aber nicht nur Manipulation, keine Bange. Die Länder machen auch vieles richtig, gerade Baden-Württemberg und Bayern. Wir haben jetzt, wenn wir Eigentumsdelikte mal gucken, der Kollege Michel hat das teilweise angedeutet, wir wissen relativ wenig über diesen Bereich. Das heißt, wir haben bis zu 15%, das müsste man jetzt auch differenziert betrachten, Aufklärungsquote. Weniger als die Hälfte davon werden verurteilt, der Täter. Das heißt, die Hälfte, mehr als die Hälfte wird, da konnten wir nicht nachhaltig, stichhaltig beweisen, dass der Mensch das auch war. Ungefähr 1% davon kriegen Haftstrafen. 1% der Täter gehen in Haft. Wo wir sehen können, Wiederholungstäter, organisierte Kriminalität oder was auch immer dahinter steht, so dass wir sagen können, hier gehen die Personen in Haft. Nur mal so als Zahl. Die Wissenschaft streitet sich schon lange, auch mit der Polizei, weil wir natürlich, das ist auch in den Medien so als erstes immer sagen, das sind immer die reisenden südosteuropäischen Täter. Dem ist nicht so. Herr Michel hat es aber ganz richtig gesagt, die sind diejenigen, die dann als Seismograph dienen und die Zahlen in Örtlichkeiten in die Höhe treiben. Wir haben viele Täter aus verschiedensten Gründen, die Wohnungseinbrüche begehen. Sie haben den klassischen Einbrecher, der immer schon eingebrochen hat, der zum Lebensunterhalt Wohnungseinbrüche begeht, den hatten sie immer. Sie haben einen ganz großen Teil Jugendkriminalität, einfach Jugendliche, die auch zum Lebensunterhalt, um ihr iPhone, um ihr iPad zu bezahlen, um Markenklamotten zu kaufen, Einbrüche begehen müssen. Wir haben mehrere 10.000 Spielsüchtige in Deutschland, die zu einem ganz großen Teil, das weiß die Wissenschaft mittlerweile, Wohnungseinbrüche begehen muss, um ihr Lebensunterhalt oder die Spielsucht bezahlen zu können. Es brechen, die Prozentzahlen sind deutlich dramatischer bei Spielsüchtigen zum Beispiel, die Einbrüche begehen, als bei Kokain- oder Heroinabhängigen, obwohl wir auch Beschaffungskriminalität in diesem Bereich haben. Und dann haben wir die Faktoren, und deswegen, die Zahlen haben es eben relativ deutlich gemacht, die sind lange Zeit relativ gleich geblieben, schwanken in gewissen Bereichen. Jetzt erreichen sie wieder Höchstzahlen und da muss man sich wirklich angucken, woran liegt das? Es sind in diesem Bereich dann durchaus, muss man sagen, reisende Täter, das stimmt, aus verschiedensten Ländern. Baden-Württemberg hat genauso mit Tätern aus Frankreich zu tun zum Beispiel. Die kommen dann nicht alle aus Rumänien, Bulgarien. Aber man muss sich die einzelnen Phänomene angucken. Wir haben zum Beispiel, und so viel politische Korrektness muss dann sein, gerade in Baden-Württemberg und Bayern zum Beispiel sehr, sehr viel mit georgischen Tätern zu tun. Jetzt muss man sich das Phänomen, und dann sind wir im Bereich, wie arbeitet Polizei? Und was macht Politik daraus? Jeder weiß von uns, irgendwo steigen die Straftaten an, dann stellen wir 50 neue Polizisten ein, alle in Uniform am Streifenwagen, machen wir ein schönes Foto, das verkauft sich gut. Das hat eine Auswirkung auf die Kriminalitätsbekämpfung von 0%. Durch Zufall erwischt mal ein Streifenwagen vielleicht einen flüchtigen Täter, damit entdecken sie keine Taten, damit verhindern sie keine Taten. Das hat Auswirkungen, die sind nicht spürbar, das ist auch wissenschaftlich belegt. Investitionen wären also im Bereich der Kriminalpolizei der Seriendelikte. Jetzt sind wir bei den Georgiern. Jetzt guckt das BKA in diesem Fall auch mit den LKAs zusammen sich genau an, was für Täter haben wir. Und dann weiß man zum Beispiel, wir haben 7 Erstaufnahmeeinrichtungen für nur georgische Täter in Deutschland. Die sind überwiegend in Süddeutschland in diesem Bereich. Und massiv im Radius um diese Erstaufnahmeeinrichtungen werden Eigentumsdelikte begangen. Massiv im Radius. Die Herren werden auch nicht, es sind keine Asylbewerber, die hierher kommen, es sind sowieso nur im vierstelligen Bereich Asylbewerber aus Georgien und ich meine nur 1% wird anerkannt als Asylbewerber. Die kommen auch nicht her, weil sie Asyl wollen. Die werden schon rekrutiert in Georgien, um hier Straftaten zu begehen. Die wissen, die sind maximal ein Jahr hier, werden abgelehnt in der Zeit, die Wahrscheinlichkeit erwischt zu werden. Die Prozentzahlen habe ich Ihnen eben gesagt, die sind relativ überschaubar. Das rechnet sich. Das BKA, ohne jetzt die ganzen Zahlen zu verraten, ich darf es ja als Gewerkschafter,
Man rechnet, und die tagsüber sind ja auch aktiv. Dazu muss man natürlich sagen, dass von den 150.000 Wohnungseinbrüchen ungefähr 65.000 tagsüber oder zu den Tageszeiten begangen werden. Nicht abends, wenn sie zu Hause sind, sondern tagsüber. Meistens in den Dämmerungszeiten dazu. Davon sind mittlerweile, der Kollege sagte das auch schon, 40% ungefähr Versuche. Zeigt, dass Prävention wirksam ist, dass Prävention hilft. Natürlich müssen die Täter ausweichen. Wenn sie irgendwo nicht reinkommen, müssen sie mehr Tatobjekte aufsuchen in diesem Bereich. Aber wie begegnet man dem nur? Wir haben jetzt die Erkenntnis, Georgier werden nach Deutschland gezielt, um Wohnungseinbrüche zu begehen, eingeschleust. Über Tschechien, über Polen, teilweise über Österreich. Die kommen nur her, um Straftaten zu begehen. Die machen tagsüber, wenn sie nicht Wohnungseinbrüche begehen, im Regelfall Ladendiebstähle, in ganz großen Umfang. Wir rechnen nur bei diesen georgischen Tätern im Süddeutschland in einem Jahr mit einem Schaden bei Ladendiebstählen von rund 100 Millionen Euro durch Ladendiebstähle. Da ist noch nicht ein Euro drin in diesem Bereich, was sie bei den Wohnungseinbrüchen erbeuten. Und das sind nur eine vierstellige Zahl georgischer Täter. Wir haben aber noch viel, viel mehr. Herr Schulz, sagen Sie mal nur grob eine Zahl, um wie viele Täter sich da handelt? Das würde das BKA auch... Achso, die Frage. Ich wollte nur nachfragen, um wie viele Täter es sich bei den Georgiern handelt, so eine Größenordnung. Ganz genau würden wir das auch gerne wissen. Ja, klar. Es sind mehrere hundert in diesem Bereich, weil die örtlich, auch das wurde eben schon gesagt, dann auch örtlich im regionalen Bereich rund um die Aufnahmestellen zum Großteil aktiv sind. Und da sind wir jetzt in dem Bereich, was können wir tun? Wir sagen den Bürgern, wir wollen sie fördern, wir machen Kredite vielleicht in diesem Bereich, damit sie ihr Eigentum schützen können zum Beispiel, obwohl es nicht allzu teuer ist. Wir sagen jedem, geh in den nächsten Baumarkt, kauf was für die Terrassentür, kauf was gegen das Aufhebeln von einem Fenster. Das ist für ein paar hundert Euro zu machen und der Täter wird im Regelfall ablassen in diesem Fall. Jetzt habe ich Sie aber unterbrochen, Herr Schulz. Sie wollten noch etwas zu den Einbruchsdiebstählen und den Georgiern, glaube ich, sagen. Ich war noch nicht ganz fertig, genau. Ja. Es ist die Frage, was tun wir? Und deswegen muss ich nochmal den Bogen spannen, weil wir jetzt sagen, wir wollen die Bürger dazu animieren, schützt euer Eigentum. Wir müssen aber als Staat, als Sicherheitsbehörden denn was tun, um die Täter dingfest zu machen, weil das ist Prävention, Täter festzunehmen. Wenn sie festgenommen sind, können sie keine neuen Taten begehen, auch wenn welche wieder nachkommen. Aber trotzdem ist das die Aufgabe. Wir müssen, und der Kollege deutete das eben schon an, wir sind hier in der Diskrepanz. Politik, gerade in der Fläche, möchte dann sich schmücken mit Aktivitäten kurzfristigen, stellt uniformierte Polizisten ein, die auch sinnvoll eingesetzt werden, keine Frage, und auch benötigt werden. Wir müssen aber die Täterstrukturen ermitteln. Und jetzt habe ich einen von dem eben geschilderten Ladendieben, die nur Georgier sind, die nur 100 Millionen Schaden verursachen in Deutschland, in diesem Bereich. Jetzt werden sie erwischt vom Ladendetektiven und er hat drei Pakete Parfum von irgendeiner Marke Douglas bei sich. Was soll der Streifenpolizist jetzt denken? Der denkt, das ist ein armer Asylbewerber, der gar keine andere Alternativen hat, außer hier vielleicht, um sich ein bisschen Geld zu verdienen, nebenbei Ladendiebstähle begehen müssen. Dass der Kollege, der kann das gar nicht wissen, der Kollege der Schutzpolizei, jetzt mit einem Läufer der russisch-eurasischen organisierten Kriminalität, der Russenmafia, wie sie auch genannt wird, zu tun hat, woher soll er das denn wissen? Kann er gar nicht wissen. Das wäre Aufgabe der Kriminalpolizei in diesem Bereich, jetzt auch schon bei diesen Tätern mit sogenannten OK-Verfahren, also organisierten Kriminalitätsverfahren, anzusetzen, Täterstrukturen aufzuklären, die riesigen Netzwerke aufzuklären, wo bleibt die Beute in diesem Bereich, wo geht sie hin, wie sind die Schmuggelwege, wo kommen die Täter her, wie werden sie eingeschleust, wer sind die Geldnehmer. Und das ist nur ein Deliktsbereich, ein kleiner. Der Kollege sagte das auch, wir dürfen uns dann nicht auf den Einbruchsbereich fokussieren. Wenn ich das mal jetzt, ohne jetzt den Wind aus den Segeln nehmen zu wollen, bei 150 Taten, bei 41 Millionen Haushalten, die wir in Deutschland haben, ist die Wahrscheinlichkeit, in einem Jahr Opfer eines Wohnungseinbruchs zu werden, bei 0,3%. Nehme ich die Versuche noch mal raus, nur die vollendeten, ist sie irgendwo bei 0,15%, ist meine Wahrscheinlichkeit, Opfer zu werden. Zum Glück ist sie nur noch geringer bei Terroranschlägen in dem Bereich, aber machen wir uns nichts vor, auch gerade aus der Politik, wenn ich, und jeder kennt das, eine Straße hat in seinem Bezirk, die mehrfach schon heimgesucht wurde von Einbrechern, den brauche ich nicht mit statistischen Zahlen zu kommen. Dem muss ich nicht sagen, Ihre Chance ist aber trotzdem gering, seien Sie froh. Das wissen wir und es gibt genug Maßnahmen. Aber die können nur diese Phänomene, und das ist ja dann auch die Fragestellung, wie zukunftsfähig sind wir? Das ist nur ein kleiner Bereich. Bis Sie das ermittelt haben, diese Täterstrukturen im organisierten Bereich, wo übrigens auch,
ich mag es ja kaum noch aussprechen, die Telekommunikationsdaten, also die Vorratsdaten, eine ganz erhebliche Rolle zur Strukturerhellung führen. Wer telefoniert mit wem? Wer kommuniziert mit wem? Im Ausland, im Inland? Die arbeiten nicht alleine, die kommunizieren miteinander, werden abgeholt, verbringen. Wo ich sage, versteht es, wir haben in der digitalisierten Zeit, im digitalisierten Zeitalter, gibt es nur, dann sind auch die Möglichkeiten digital, 1 und 0. Wir machen es oder wir lassen es. Das ist der Bereich, wo man auch zum Beispiel sagt, ohne Verkehrsdaten kommen wir in der Kriminalitätsbekämpfung nicht weiter. Ich könnte Ihnen jetzt auch lang und breit erklären, kommt vielleicht noch eine Diskussion zu, wie gering der Rechtsgrundeingriff ist, was Vorratsdatenspeicherung heißt, was das sind. Sie haben das wahrscheinlich alle selber gehabt bis vor kurzem, da mussten Sie 5 € für bezahlen, Einzelverbindungsnachweis hieß das. Mehr ist das für uns auch nicht, aber ein wichtiger Ansatzpunkt. Ist aber nur ein Bereich und die Kriminalitätsbekämpfung, die Kriminalität oder die Kriminalpolizei hat spätestens seit Einführung des Internets massiv damit zu tun, dass wir heute noch im Bereich Cybercrime, wie es so schön heißt, oder besser bei Straftaten mit dem Tatmittel Internet immer deutlich hinterherhängen. Genau das gleiche Prinzip. Wir können heute, gerade die Luxuskarossen können wir, es gibt schon Laborversuche, die sind so weit auch fahrende PCs, dass ich den 7er BMW oder die S-Klasse manipulieren kann, das Steuergerät. Wenn ich jetzt jemanden umbringen möchte und der Fahrassistent der S-Klasse sollte eigentlich bei der Annäherung an einem LKW eine Vollbremsung machen, macht jetzt aber Vollgas und fährt unter und er stirbt, der Fahrer. Woher soll jetzt der Kollege der Autobahnpolizei wissen, dass es nicht ein Auffahrunfall ist, sondern der Wagen ein Cybercrime-Opfer ist, sozusagen gehackt wurde, von wo auch immer, von seinem Wohnzimmer aus, des Täters, und hier ein Mord vorliegt oder ein Tötungsdelikt? Das ist eine spannende Zeit, das wird noch viel komplizierter in diesem Bereich. Und es gibt, die Juristen unter uns werden es wissen, oder wenn Sie sich das Strafgesetzbuch mal angucken, es gibt heute fast keine Tat mehr, die Sie nicht mittels zumindest moderner Telekommunikationsmittel in welcher Form auch immer begehen können oder wo eine große Rolle spielen in diesem Bereich. Und da hängt die Polizei meilenweit hinterher. Das liegt auch daran, dass wir zum Beispiel so ungefähr ab Jahre 2000, das war vor den 2000, also Ende der 90er, führte dann die Polizei auch flächendeckend Computer ein und in den Ländern hatte sich verstetigt, die Annahme pro Computer können wir so und so viele Polizisten einsparen. Der Computer würde das ja ausgleichen oder würde ja die Arbeit übernehmen für die Polizei. Dass das alles komplizierter wurde und je mehr Möglichkeiten man hat, desto mehr Arbeit man auch hat und Möglichkeiten man hat und mehr Personal braucht, wurde leider nicht berücksichtigt. Genau das Gleiche bei den eigentlich dann ja auch wirklich prägenden Ereignissen wie 9/11 in diesem Bereich oder jetzt auch NSU oder jetzt Paris. Was hat die Politik daraus gelernt in den Ländern? Nichts. Wir haben regelmäßig seitdem Personal abgebaut bei der Polizei. Über 15.000 Stellen insgesamt in den Ländern. Bund war da positiver und vorbildlicher. Die haben in der Bundespolizei und auch im BKA aufgestockt. Der Kollege Michel wird sich sagen, immer noch zu wenig. Keine Frage, wir haben es gesehen, leider in einem Fall ja sehr medial, wenn ich jetzt mal EDATI anspreche, wo das BKA fast 2 Jahre gebraucht hat, um die Daten zu sichern. Das ist Standard in den Ländern. Wenn ich in einem Bundesland bin, am LKA mit einer Spezialdienststelle, die Kinderpornografie macht, brauchen die Kollegen 18 bis 24 Monate, bis sie den PC ausgewertet haben, weil die Halde riesig ist. Viele müssen schon outsourcen, die machen in der Kriminaltechnik, werden die ganzen PCs zu Fremdanbietern gebracht. In einer rechtlichen Grauzone, weil wir nicht prüfen können, ob der Fremdanbieter, ob die IT-Leute, die Forensiker, die hier sitzen, vielleicht pädophil sind. Und sich freuen über diese Maßnahme der Polizei, der Staatsanwaltschaft, weil wir sie mit immer neuem Material versorgen. Wir prüfen sie einmal, die Staatsanwaltschaft, und dann nie wieder, so ungefähr auf Zuverlässigkeit. Und wer da eingestellt wird, wer rausfliegt aus der Firma, patrouillieren wir nicht in diesem Bereich. Also auch ein weites, weites Feld, weil wir kein Geld in die Hand nehmen, um die Kriminaltechniken der Landeskriminalämter in den Zustand zu versetzen, so zu arbeiten. Nun muss ich zu Ihren Rettung sagen, das betrifft nicht, wenn Sie jetzt ein Kapitaldelikt haben, einen Mordfall oder sonst irgendwas Schweres, sind wir in der Lage, in jedem Fall Spuren auszuwerten innerhalb von wenigen Stunden. Auch DNA-Spuren, auch PCs, also wenn Sie es machen. Aber die Masse erschlägt einen da immer. Und heute ist selbst ein iPhone oder ein Samsung-Gerät ist ein Computer. Wenn Sie das komplett auswerten wollen, haben Sie viel zu tun. Da sind wirklich Forensiker bei, die ewig brauchen. Also wir haben Personal abgebaut, 15.000 Stellen. Das sind Stellen, das sind nicht unbedingt Menschen, es können mehr Menschen sein, weil wir haben parallel als moderne Verwaltung, wir sind ja nur Teil der Verwaltung,
machen wir alles möglich. Wir schicken die Kollegen in Teilzeit, wir schicken sie Homeoffice, wir schicken sie in Sabbatjahre, wir machen alles möglich. Das heißt, sie haben nicht mehr wie Anfang der 90er auch wirklich die Manpower, die sie früher noch hatten. Das müssen sie auch kompensieren. Die Polizei hat versucht aufzuholen, Frauenquote. In einigen Gegenden bis zu 50% pro Jahr ist die Quote, sind Frauen. Das ist auch gut und das ist richtig so. Wenn ich aber mehrere hundert Frauen einstelle im Alter von 20 Jahren, kann ich mir ausrechnen, dass die vielleicht in einem Fenster von 25 bis 35, überraschenderweise muss man dazu sagen, schwanger werden. Was auch völlig normal ist und zu unterstützen ist. Nur muss ich das kompensieren, wenn ich massenweise Ausfälle habe und die Stellen werden bei der Polizei nicht kompensiert. Das heißt, die haben also riesige Defizite in diesem Bereich personell. Und das Gejammer, muss man ja sagen, wie man uns vorwirft, egal bei der Schutzpolizei, bei der Kriminalpolizei, ist absolut berechtigt. Die Kollegen jetzt, wir sehen es jetzt gerade wieder zur Terrorgefahr, die Kollegen im Staatsschutzbereich sind wirklich ausgebucht. Wir waren ausgelastet, spätestens nach den Gefährdern mit 9/11 waren die Kollegen ausgebucht, operative Kräfte, das heißt, die auch wirklich draußen sind, observieren müssen, die Kollegen. Dazu kam dann noch dankenswerterweise das Gerichtsurteil vom Verfassungsgericht, wo wir gesagt haben, wir können Sicherungsverwahrte leider nicht mehr verwahren, wir müssen sie freilassen, was man auch durchaus verfassungsrechtlich in vielen Bereichen nachvollziehen kann. Wäre vielleicht pfiffig gewesen, eine Übergangsregelung zu schaffen, dass man erstmal reagieren kann als Polizei. Das war schon wirklich am Limit. Und jetzt sind alle zurzeit dabei, die Gefährdungsanalysen zu treiben. Das heißt, alle sind im Staatsschutz, keiner macht mehr was anderes. Wir machen keine organisierte Kriminalität. Organisierte Kriminalität ist zu 99% Kontrollkriminalität. Das heißt, da ist keiner, der eine Anzeige erstattet. Die müssen wir schon darauf zugehen und selber ermitteln in diesem Bereich. Prostitution, Geldwäsche, es gibt Waffenschmuggel, es gibt ohne Ende in diesem Bereich. Auch in der Wirtschaftskriminalität ist organisierte Kriminalität mittlerweile in diesem Bereich. Dann auch noch mit dem Hilfsmittel wie der Tatmittel Internet. Der Kollege Michel sagte eben, wir haben überraschenderweise, das sollte jedem, der so ein bisschen sich mit Zahlen auskennt, wenn er die Statistik sich anguckt, müsste ihr auffallen, dass wir seit 10 oder 15 Jahren jedes Jahr in Deutschland um die 600 OK-Verfahren haben. Sollte einen ja wundern, warum das so ist. Weil es Kontrollkriminalität ist und weil die Kapazitätsgrenzen der Kriminalpolizei einfach erschöpft sind. Hätten wir mehr Personal, hätten wir doppelt, dreifach, vierfach. Wir könnten noch 2000 OK-Fälle produzieren im Jahr, wenn wir das Personal dafür hätten. Wir machen es in vielen Bereichen einfach nicht. Die Aussage der Landeskriminalämter vor Ort ist, wir machen nur noch das, was wir wirklich nicht anders abschieben können, was wir machen müssen in diesem Bereich. Und das ist ein Armutszeugnis. Und das kann auch Politik nicht gefallen, wenn wir in diesem Bereich wirklich sagen, wir tun es nicht. Wie reagieren wir darauf? Vielleicht als letzter Punkt, dann können wir nachher noch in die Diskussion einsteigen. Das ist eine ideologische Frage, die betrieben wird, wo wir sagen, wir haben das Geld auch nur einmal. Wir sind auch bemüht, auch wir als BDK, dann die Probleme aufzuzeigen und zu sagen, was können wir machen? Wir brauchen Personal. Wir sind im Bereich der Kriminalpolizei völlig überaltert. Einige Länder haben in den nächsten 5 Jahren mehrere tausend Abgänge, nur in der Kriminalpolizei. Die können wir nicht kompensieren. Alle Länder, die jetzt einstellen, weil sie es jahrelang nicht gemacht haben und damit sich brüsten, wie jetzt aktuell Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, sagen, wir stellen mehr ein als geplant, schaffen damit nicht die Pensionsabgänge zu deckeln. Das heißt, sie bauen Personal ab, obwohl sie am Limit ausbilden, weil sie jahrelang das versäumt haben und nicht ausgebildet haben in diesem Bereich. Also wir werden jetzt auch weiterhin, auch wenn es jetzt anders klingt in den Medien, weiterhin Personal abbauen. Und, vielleicht wussten das auch die wenigsten, Sie können zum Beispiel in Deutschland können Sie nur in 4 Bundesländern zur Kriminalpolizei gehen. Mehr nicht. Wir haben aber viele Studenten und wir sind in der Kriminalpolizei so, dass wir nur Abiturienten nehmen in diesem Bereich aus gewissen Gründen. Die sind immer weniger, demografischer Wandel. Wir wissen, das wird in der nächsten Zeit noch viel anstrengender, ums Personal sich zu kämpfen, weil die in der freien Wirtschaft genauso gebraucht werden wie bei uns. Wir haben gar nicht mehr die Bewerberzahlen. Niedersachsen zum Beispiel kann jetzt erstmalig wieder nicht, sie würden mehr einstellen, können sie aber nicht, weil sie gar nicht genug Bewerber haben in diesem Bereich. Und gleichzeitig werden die Anforderungen zurückgeschraubt. Das heißt, früher war auch in den Bundesländern zum Beispiel, Flächenland, ganz normal, Schleswig-Holstein als Beispiel, war das um 100:1, das heißt 100 Bewerber und einer wurde genommen. Das war Anfang der 90er. Diese Quote haben sie heute nur noch beim BKA, weil es attraktiv ist, zum BKA zu gehen. In anderen Ländern nehmen sie das, was da ist, mit allem, was die Konsequenzen heißt. Die wir früher aussortiert hätten, aus gewissen Gründen, sage ich mal, wo wir gesagt hätten, um Gottes Willen,
Auch Charaktermängel vielleicht, die wollen wir nicht, die nehmen wir heute. Das hat zur Folge, dass unsere Qualität schlechter wird, noch stark schlechter wird. Jetzt rede ich noch nicht mal im Bereich Legitimität von Polizeiarbeit. Warum eskalieren so viele Situationen auch vor Ort in diesem Bereich? Das hat alles damit zu tun, durchaus auch mit unserer Qualität. Und wir kriegen das jedes Mal bescheinigt, wir als Kriminalpolizei. Wir haben es bescheinigt bekommen im Abschlussbericht vom NSU-Ausschuss zum Beispiel. Da haben wir uns hingestellt und gesagt, ja, es ist berechtigt. Die Mängel, die da aufgezählt werden, die Defizite der Kriminalpolizei, die sind berechtigt. Das verleugnen wir auch gar nicht. Wir haben es wieder aufgezeichnet bekommen. Der Richterbund zum Beispiel als Vertreter der Staatsanwälte und Richter in Deutschland sagt, eure Qualität der Arbeit der Kriminalpolizei wird immer schlechter. Dann stelle ich mich hin und sage, ja, stimmt. Auch wenn meine Kollegen das nicht so gerne hören. Aber im Bereich stimmt das. Aber wir predigen auch immer, denn tut was dagegen. Die aktuellen Umfrage gab es aus 2013, da hat die Polizeihochschule aus Schleswig-Holstein zum Beispiel, die habe ich mal rangezogen, die Studenten gefragt. Mir geht es ja darum, wie intelligent kann man auch sich aufstellen und attraktiver auch als Arbeitgeber, als Staat, ohne vielleicht auch Geld anzufassen in diesem Bereich. Da kann man getrennt, in Schleswig-Holstein kann man sich aussuchen als Abiturient, ich möchte zur Kriminalpolizei und ich möchte zur Schutzpolizei. Jetzt kann man das gut oder schlecht finden. Wir sprechen mit Leuten, die sagen, ich möchte zwar zur Polizei, weil mich Kriminalpolizei an Ermittlungen interessiert, das ist ein riesiges Feld, ich möchte aber nicht am Wochenende ins Stadion auf Fußballfans einprügeln, ich möchte keine Kassetransporte begleiten, ich möchte das und das und das nicht. Jetzt kann man sagen, es ist hier kein Wunschkonzert, du machst das alles. Oder man akzeptiert die Gegebenheiten. Das haben im aktuellen Jahrgang zum Beispiel 77,5%, also eine ganze Menge, auch der Schutzpolizeianwärter gesagt, ich bin hier nur, weil ich direkt zur Schutzpolizei gehen konnte. Ich will nicht zur Kripo. 86% der Kripo-Anfänger haben gesagt, ich bin nur hier, weil ich zur Kripo konnte. Hätte ich das nicht gekonnt, wäre ich nicht zur Polizei gegangen. Macht ganz deutlich, auf was für ein Potenzial wir verzichten, weil wir attraktiver werden könnten, wenn wir das in jedem Land anbieten würden. Der Beruf des Kriminalisten, der ist so vielschichtig. Wenn ich davon spreche, den Beruf von der Pike aufzulernen, meine ich bei der Kriminalpolizei. Ich bin selber, deswegen kann ich es beurteilen, als Schutzpolizist angefangen. Dachte, ich könnte alles. Das ist ja die gewisse Arroganz der Schutzpolizei, also meiner Fraktion. Durfte zur Kripo und stellte fest, na gut, da habe ich mich wohl geirrt. Ich fange mal von vorne angefangen und ich kann selber aus Erfahrung sagen, 95% der Tätigkeit, Schutz und Kriminalpolizei haben nichts miteinander zu tun. Das sind zwei völlig verschiedene Berufe. Wir arbeiten eng, kollegial, freundschaftlich zusammen, Hand in Hand in vielen Bereichen, haben aber völlig verschiedene Aufgaben. Andere Länder sehen das ideologischer, die sagen, du musst erst mal anfangen auf dem Streifenwagen, dann 10 Jahre zur Bereitschaftspolizei und wenn du nicht mehr laufen kannst, wenn du auf bist, wenn du 40 bist, dann darfst du eventuell mit viel Glück zur Kriminalpolizei. Ja, herzlichen Dank. Mit diesem Berufsanfänger mit über 40 kann ich nicht viel anfangen. Da fangen wir von vorne an, haben auch gute Kollegen dabei, keine Frage, aber der Großteil ist, naja, diese Kollegen muss ich von vornherein ausbilden, kriminalistisch, kriminologisch, da gibt es so viele Facetten heutzutage, dass man den Beruf des Kriminalisten von der Pike auflernen muss. Also, wir haben mindestens 2 Berufsbilder in der Polizei, des Schutzpolizisten und des Kriminalbeamten. Und man darf keine Fehler machen in diesem Bereich, ich habe es gerade mit Thüringen durch. Die wollen jetzt getrennt einstellen. Dann spreche ich mit dem Innenminister, mit dem Alten allerdings noch, der jetzt nicht mehr im Amt ist, der sagt mir dann, gut, dann machen wir das. Die besten 30 dürfen zur Kriminalpolizei. Sag ich, um Gottes Willen. Das ist genau der Fehler, den wir schon mal gemacht haben. Die Geeignetsten sollen dahin. Die besten, es kann auch sein, dass die besten 30 zur Schutzpolizei wollen, um Gottes Willen. Also völlig falscher Ansatz. Und da sind wir bei zu sagen, wir rekrutieren nicht das Personal, was wir kriegen. Wir haben dann viele Spezialisten, die uns einfach wegbrechen. Das BKA hat das nicht, das ist der Vorteil, den die haben. Und jetzt könnte man die Liste 1000-fach weiterführen, wo unsere Defizite sind. Wir haben etliche Defizite in diesem Bereich. Das kommt vielleicht in der Diskussion noch, dann würde ich an dieser Stelle, weil ich wahrscheinlich auch meine Zeit schon lange überschritten habe, einfach mal abbrechen. Aber wir kommen sicherlich in der Diskussion noch dazu und dann können wir auch die Fragen beantworten, die dann brennen. Danke. Vielen Dank, Herr Schulz. Ich fand, das war eine wirklich gute und schöne Ergänzung und Weiterführung auch dessen, was der Herr Michel gesagt hat, weil Sie es auch durchaus mit kritischen Bemerkungen, mit politischen Forderungen verknüpft haben. Dafür sind wir dankbar. Das können Sie in Ihrer Funktion etwas besser machen als der Beamte aus dem Bundeskriminalamt. So, jetzt wollen wir uns den Folgen dieser Kriminalität zuwenden. Und Herr Hauner wird uns zu dem Thema steigende Einbruchskriminalität aus Sicht der Versicherer etwas sagen. Herr Hauner, Sie haben das Wort.
Herr Strobel, Herr Mayer, vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung, meine Damen und Herren. Ja, wie nähert man sich dem Thema? Und ich glaube, man sollte das mal mit einem kleinen Experiment beginnen. Wer von Ihnen ein Auto hat und eine Wegfahrsperre in diesem Auto eingebaut ist, der möge bitte mal die Hand heben. Wer hat eine Wegfahrsperre in seinem Auto? Das sieht doch nicht schlecht aus. Ja, der eine oder andere kein Auto, Car2Go und so, die haben das auch. Okay. Jetzt werfen Sie mal einen Blick nach rechts. Das ist ein Rollenverschluss und ein Pilzkopfverschluss. Wer kann denn mit Sicherheit sagen, ob die Verschlüsse an seinen Fenstern und Türen so aussehen wie das rechte Stück? Aha. Interessant. Für dieses kleine Experiment haben wir jetzt so 30, 40 Sekunden gebraucht. Die besten Leute bei uns bei der VDS Schadenverhütung GmbH brauchen für ein Fenster mit dem Rollenverschluss, also dem linken Verschluss, 9 Sekunden. Da haben Sie nichts gehört, der Nachbar schon gar nicht. Und wer geschickt ist, kriegt das Fenster sogar wieder zu, geht mit dem Feuerzeug dran, Kunststoff insbesondere ist ja weich, zieht sich ziemlich gut in seine Ausgangslage zurück und manchmal kriegen Sie gar nicht mit, dass das Fenster offen war. Das ist sozusagen ein Punkt, auf den ich nachher nochmal zurückkommen werde, bei dem es sozusagen das erste Nachdenken lohnt. Wie sieht es bei uns mit den Zahlen, Daten, Fakten aus? Ich kann im Prinzip erstmal das bestätigen, was die Kollegen hier am Tisch auch schon vorgebracht haben. Sie sehen den Vergleich hier nochmal, die Einbruchdiebstähle zu den restlichen Fallzahlen, die wir haben. Und man sieht sehr, sehr deutlich, dass wir eine besondere Entwicklung im Wohnungseinbruchbereich haben. Den können wir auch an den Zahlen der Versicherungswirtschaft sehr gut nachvollziehen. Sie sehen die gleiche Entwicklung im Prinzip bei der Anzahl der Wohnungseinbrüche, die Sie unten als Balken haben. Und Sie sehen oben die Versicherungsleistungen, die daraus erwachsen. Das sind 480 Millionen Euro, die wir 2013 hatten. Wir werden auch in 2014, wir sind gerade dabei, die Zahlen zusammenzustellen, ein ähnliches Bild haben, das deutlich nochmal nach oben geht. Und wenn Sie sich anschauen, die Zahl der Wohnungseinbrüche und die Versicherungsleistungen, die dahinter stehen, so sehen Sie, und das können Sie leicht ableiten, dass die Durchschnittsschäden in diesem Bereich auch deutlich angestiegen sind. Das heißt, pro Wohnung, pro Wohnungseinbruch, pro vollendetem Wohnungseinbruch wird deutlich mehr nach draußen getragen. Sind die Zahlen inflationsbereinigt? Die sind inflationsbereinigt, ja. Die Verteilung habe ich mal ein bisschen anders aufgebaut, aber auch das, was Sie hier gesagt haben, Herr Strobel, kann ich durchaus bestätigen. Sie haben unten die 31% im Land Baden-Württemberg, die wir hier auch haben. Und wir sehen das ganz ähnlich. Das Thema Statistik spielt natürlich eine Rolle, was nun gemeldet wird. Wir sehen sozusagen bei den Sachen, die uns gemeldet werden, das natürlich ein bisschen bereinigt um die Möglichkeiten, die ich an anderer statistischer Stelle habe. Wir hatten ja eben das Thema Sachbeschädigung versus versuchter Einbruch. Und das, was wir im Moment sehen, der Süden holt auch ganz deutlich auf, statistisch auch bei uns. Das Bild wird sich also ein bisschen wandeln. Ich habe mal auf der rechten Karte den Bereich Fahrrad rausgenommen und Sie sehen, dass wir natürlich die Schwerpunkte haben, die wir angesprochen haben. Das ist aber auch, wenn das sozusagen die langfristige Gefährdungskarte ist, dass Sie den Speckgürtel insbesondere auch sehr gut erkennen. Es sind nicht immer nur die Innenstädte, die sozusagen anonym sind, sondern da, wo man was holen kann, da holt man das auch. Ich kann das als Vertreter der Wirtschaft ja mal gerne so formulieren, das Wort ist heute noch nicht gefallen. Wir haben es hier mit einem Geschäftsmodell zu tun, mit einem funktionierenden Geschäftsmodell. Und offensichtlich ist der Nährboden für dieses Geschäftsmodell, das zeigen die Zahlen, seit Jahren besser geworden. Sonst wären die Tätergruppen nicht hier. Und die Frage ist halt, was können wir tun, um dieses Geschäftsmodell zu verhageln? Das ist die simple Frage, die man an dem Thema stellen muss. Und wir hatten Personal etc. gehabt und wir werden noch an einigen weiteren Stellen sicherlich auch in der Diskussion vorbeikommen. Kurzer Blick nur auf den Autodiebstahl, Bestätigung dessen, was wir hatten. Sie sehen auch hier das Nord-Süd-Ost-West-Gefälle, was wir haben, die verschiedenen Fahrzeugtypen, die da sind. Sie sehen aber auch sehr gut eins, schlecht zu sehen jetzt rechts bei dem Beamer, was die Zahlen in der statistischen Zeitreihe betrifft, aber Sie können sehr gut sehen, wir haben 1991 mit den ersten Wegfahrsperren begonnen zu experimentieren. Das waren noch die drei getrennten Systeme, die man relativ leicht auseinandernehmen konnte. 1994 kam das zweite System, das schon etwas besser war und heute sind wir in den Steuergeräten weiter drin, kryptografischere Systeme. Das heißt also, Sie machen es schwerer und es zeigt aber auch deutlich, dass das Thema auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Ich will bei dem Thema aber auch eins mit einwerfen. Wir haben hier natürlich Automobilhersteller, die, da muss man sich nur erinnern, wie die Diskussion damals war, schon im Feuer standen.
Die öffentliche Meinung hat dann gesagt, warum macht ihr als Automobilhersteller in diesem Bereich nichts? Das sind eure Fahrzeuge, die werden geklaut. Ihr seid doch nur froh, dass ihr dann wieder irgendwelche neuen Fahrzeuge absetzen könnt und die Versicherer zahlen es auch mal fröhlich. So, da waren natürlich dann einige der Automobilhersteller angegriffen und haben seitdem auch gehandelt. Und man sieht eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Systems. Jetzt kommen wir mal zurück auf das, was wir eingangs hatten mit den Fenstern und Türen. Es gibt unzählige Fenster- und Türenhersteller in Deutschland. Sie können billigste Ware in jedem Baumarkt kaufen, die also, sagen wir auch dem, sind keine Schutzbleche drin, die also ein Durchbohren verhindern und sonstiges. Das ist einfach, das ist billig. Das ist nicht preiswert, das ist billig, was Sie da zum Teil einfach bekommen. Und da ist auch kein Druck in der Industrie dahinter. Da ist niemand da, der sich verantwortlich dafür fühlt, dass sich an dieser Geschichte irgendetwas ändert. Ich habe mal eine Abfrage gemacht, was es kostet, ganz aktuell. Ich habe die Sachen heute mitbekommen von meinen Kollegen. Ich will ein Fenster einbauen, so ein typisches Fenster, einen guten Meter breit, hoch. Was kostet das in der einfachsten Ausführung, in der Basisausführung? Und was kostet das wirklich mit entsprechendem, mit Pilzkopfbeschlägen, mit einem durchbruchshemmenden Glas und so weiter? Und der eine Preis ist rund 160 Euro und bei dem anderen zahle ich dann, sagen wir mal, in der einfachsten Variante 35, in der besseren Variante etwa 60 Euro pro Fenster drauf. So, das ist, wenn Sie heute Fenster nachrüsten lassen, ist das keine Größenordnung mehr, über die man diskutieren muss. Es ist keine Verdopplung, keine Verdreifachung, keine Vervierfachung, wie wir es früher bei einigen Sachen hatten. Wir sind bei vielen technischen Maßnahmen in einer Preisregion angekommen, die es einfach der breiten Masse der Bevölkerung ermöglicht, relativ einfach bei Dingen heute, wenn es um Neubeschaffung geht, einen höheren Sicherheitsstandard zu erreichen. Klassisches Pareto-Prinzip, relativ geringer Aufwand, 20% Kosten, 80% Wirkung. Bei den Fahrzeugen ist es genauso. Die Wegfahrsperre im Verhältnis zum Kraftfahrzeug kostet praktisch auch nichts. Das ist ein Mitnahmeeffekt, den man hat. Teuer wird es in der Nachrüstung. Das ist, wenn Sie also sagen, heute Fenster haben, Sie sagen, ich habe diese Rollenbeschläge drin, möchte dann auf Pilzkopf umrüsten. Wir hatten uns vorhin gerade darüber unterhalten, Herr Michel und ich. Wir haben ähnliche Größenordnung raus. Ich habe bei einem Einfamilienhaus 7.500 Euro fürs Nachrüsten gezahlt. Das ist dann schon verdammt teuer. Das ist also von großem Interesse, und das hatten wir eben ja schon angesprochen. Wie gehen wir bei der Gebäudesanierung mit so einem Thema um und können wir es für die Leute attraktiv machen, den Mitnahmeeffekt mitzunehmen? Nicht nur gezielt jetzt viel Geld für das auszugeben, sondern wenn ich sowieso an Themen wie Gebäudesanierung rangehe, hier gleich auch einen höheren Sicherheitsstandard zu etablieren. Hier noch ein paar Hintergründe. Also die Leute sind relativ gut durchversichert. Die Folgewirkungen hatten wir auch. Einbruchsversuchszahlen haben wir auch drin. Wir sind jetzt bei 3.300 Euro, Durchschnittsschaden 2013, er dürfte ein bisschen höher sein, 2014, was wir jetzt haben, da, wie gesagt, haben wir die Daten noch nicht ganz ausgewertet. Und da komme ich nochmal auf das Geschäftsmodell zurück. Wenn ich mir so die Runde anblicke, das ein oder andere iPad steht hier rum, hier haben wir einen netten Macintosh noch, mit dem man auch gut tippen kann. Das sind so Sachen, die ich mir sehr schön unter den Arm klemmen kann, die bei eBay auch bestimmt viele Freunde finden, wenn ich die anbiete. Und das ist so ein Thema. Es sind nicht mehr die Dinge, die ich mühselig irgendwo heraustragen muss, sondern es sind einfache kleine Dinge, die heute uns auch in diesen Bereichen gemeldet werden, die aber für die Täter hochprofitabel sind. Das muss man ganz einfach sehen. Und wir haben also einen Punkt da, den ich eben genannt habe, der heißt, wir machen es den Leuten auf der technischen Seite im Moment sehr einfach. Wir haben das Thema Personal hier gehört, das Thema Täterverfolgung gehört, wo wir es den Leuten einfach machen. Wir haben Absatzmöglichkeiten, die es den Leuten einfach machen. Es baut sich also ein relativ angenehmes Geschäftsmodell zusammen. Und da fehlen nicht viele Facetten, um das wirklich gut zu etablieren. Nochmal ein Blick auf die Rahmenbedingungen. Beim Einbruchschutz haben wir keinerlei staatliche Vorgaben für die technische Gebäudesicherheit. Im Gegensatz zu vielen anderen Sachen. Wir haben ein reines Schutzziel, das hier der Sachschutz wäre. Es wird aber praktisch nichts gemacht. Wir haben, ich glaube, war auch vorhin im Vorgespräch mal kurz, von unserer Seite, von den Kollegen von den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen und so weiter, ich glaube, es gibt keinen Stein, das ist jetzt nur mal, was wir öffentlichem Material zum Thema Einbruchdiebstahl haben, Perimeterschutz, sonstiges. Es gibt keinen Stein, den wir nicht umgedreht haben. Technisch ist das alles durchdacht, jeder weiß, worum es geht. Nur es passiert nichts. Es wird im Prinzip nicht gehandelt an dieser Stelle und wir machen viele Kampagnen, wir setzen auch darauf, den Leuten das näher zu bringen. Das ist ein guter und es ist ein richtiger Weg. Aber an dieser Stelle besteht noch Potenzial für den Ausbau. Dagegen Brandschutz, wird viel gemacht, Musterbauordnung und alles, was wir haben. Der Personenschutz ist ja auch drin. Und wir haben etablierte Standards. Wir haben beim Kraftfahrzeug, ich habe es nochmal drunter geschrieben, mittlerweile drei Wegfahrsperrengenerationen hinter uns.
Aber aus meiner Warte sind wir bei dem Punkt Einbruchschutz auf dem Stand der 70er Jahre stehen geblieben. Bei dem bündigen Zylinderschloss und dem Rollenverschluss an den Fenstern. Das haben wir seit den 70er Jahren und das war's. Da hat sich kaum etwas in der Breite, in der Masse der Gebäude getan. Prävention haben wir drin, Beratung, die Publikationen, die dazu sind, auch bei uns barrierefrei, kostenlos. Es ist also nicht mehr so, dass Dinge heute hinterm Berg gehalten werden. Ich glaube, wenn man mit den Dingen nicht wirklich massiv nach außen geht, die Leute eben aufklärt, kann man heute keinen Blumentopf mehr gewinnen. Deswegen, das ist nichts, was irgendwo in der Schublade liegt, sondern für jeden frei zugänglich ist. Und wir unterstützen uns auch gegenseitig in diesen Sachen. Wir sind gemeinsam in Aktion K-Einbruch, was wir sonst an Aktionen haben, auch auf Landesebene noch. Da wird ganz, ganz viel getan. Und ich glaube, ohne diese sozusagen tatkräftige Zusammenarbeit würden wir an vielen Stellen auch schlechter dastehen, als wir das heute sind. Ein paar Schlussfolgerungen, Lösungsansätze noch für die Diskussion. Wir hatten das Thema Gebäudebestand, Kopplung finanzieller Förderung von energetischer Gebäudesanierung mit dem Ausbau auf der ED-Seite. Sonst sitzen wir alle in schönen, warmen Wohnungen, ökologisch vielleicht noch super sinnvoll, aber unsere Inneneinrichtung fehlt, das wäre dann nicht so schön. Beim Thema Gebäudeneubau, das wäre in der Form eine Belastung. Das ist natürlich auch den Bürgerinnen und Bürgern immer schwierig zu verkaufen, wenn man hier die Standards anzieht. Wir haben es in anderen Bereichen getan. Andere Länder sind uns da voraus, die Niederlande zum Beispiel im Bereich Einbruchschutz. Aber ich will Ihnen noch ein ganz anderes Beispiel nennen, was hier nicht auf der Folie drauf ist. Unsere Kollegen in Österreich und in der Schweiz haben zum Beispiel bei Dachschindeln und ihrer Festigkeit schon seit Jahren eigene Normen etabliert. Und bei unseren deutschen Herstellern laufen sozusagen auf zwei Bändern zwei verschiedene Schindeln mit dem gleichen Namen, nur einer unterschiedlichen Resistenz gegen Hagel zum Beispiel runter. Und der Preisunterschied ist völlig vernachlässigbar. Da sind wir, reden wir über Centbereiche. So, und Schäden, wie wir sie zum Beispiel jetzt im Süden erlebt haben, 2013 mit gut 3 Milliarden Hagelschäden, das wäre anders gewesen, wenn wir an der Stelle genauso gehandelt hätten wie Österreich und der Schweiz, die seit Jahren eben resistente Dinge etabliert haben. Und da haben wir auch ein Riesenpotenzial, was wir hier in Deutschland an dieser Stelle nicht genutzt haben. Es liegt alles auf dem Tisch, alle technischen Sachen sind da, wir müssen da kein Neuland betreten. Das haben wir alles. Zum Thema Prävention noch. Es freut mich, dass die polizeilichen Beratungsstellen da wieder etwas Oberwasser bekommen haben in vielen Bereichen. Das sah ja auch die Jahre davor nicht so gut aus. Die Sensibilisierung der Kundschaft ist ein wichtiges Merkmal. Wir müssen halt schauen, dass wir in den Unternehmen das Thema auch sozusagen auch da die PS auf die Straße bekommen. Auch da ist das Thema Hausratsversicherung respektive Gebäudeversicherung nur ein Teil in einem größeren Bauchladen. Aber es ist wichtig, dass dieses Thema dort Anklang findet. Vor allen Dingen, weil wir immer wieder feststellen, gerade im Hausratbereich, wie überfordert die Versicherungsnehmer sind, wenn dann der Tag X kommt und sie eine Stehlgutliste anfertigen sollen. Das ist eine Riesenhürde, weil sich vorher einfach niemand Gedanken darüber macht, was er tatsächlich in seiner Wohnung hat. Wenn ich Sie jetzt einfach fragen würde, mir irgendjemand aus dem Publikum rauspicke und versuchen Sie mal abzuschätzen, was Sie in einer Wohnung drin haben, was sich in der Schublade links hinten im zweiten Zimmer befindet, das wissen Sie schlicht nicht mehr. Jeder von uns hat mittlerweile so ein Smartphone, die meisten zumindest, einfach mal rumgehen, das ein oder andere fotografieren. Da fängt es schon an, für sich einfach mal zu dokumentieren, was zu Hause ist. Und wenn die Leute dann nach einem Einbruch dastehen und feststellen müssen, was ist denn weggekommen, haben wir schon die ersten und die größten Probleme, weil sich niemand über dieses Thema am Ende Gedanken macht. Wir haben wirklich einen Riesengap zwischen dem Gefühl, bedroht zu sein, weil beim Nachbarn irgendetwas ist, aber nur die wenigsten ergreifen daraus tatsächlich Maßnahmen, sich dann Gedanken zu machen, nachzurüsten und so weiter. Da haben wir immer noch ein großes Delta. Letztendlich ein Punkt, der mir noch ganz wichtig ist, der dritte Spiegelstrich, Kampagnen und Initiativen verstetigen, professionalisieren und ausbauen. Da haben wir gemeinsam eine ganze Menge in den vergangenen Jahren gemacht. Nur eine Kampagne, eine Aufklärung gegenüber den Bürgern muss sich in dieser medialen Gesellschaft gegen viele, viele andere Stimmen durchsetzen und nach oben schwimmen. Und wenn sich niemand mit dem entsprechenden Impetus hinter solche Kampagnen stellt, wenn das nicht medial präsent ist, wenn das nicht dauerbeschallt wird, dann kommen diese Dinge nur bis zu einem bestimmten medialen Level und dann wird, gestatten Sie mir den Ausdruck, am nächsten Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Und deswegen müssen wir sehen, dass diese Dinge, die hier wirklich sagen, bis an die psychologische Belastung auch der Bevölkerung gehen, die wirklich unterm Strich, und da kann ich nur bestätigen, was Sie gesagt haben, Herr Strobel, das ist zum Teil wirklich erschreckend, wie schlecht es den Leuten hinterher bei diesen Sachen geht, dass Leute
zum Schluss ihre Wohnungen aufgeben müssen, weil sie dort nicht mehr leben können, weil sie andere Bereiche umziehen müssen. Das KFN hat gerade eine Studie zu diesem Thema gemacht, hier das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen. Das ist erschreckend, was man dort sieht. Und wenn wir an dem Bereich nicht handeln, obwohl eigentlich alles auf dem Tisch liegt, dann glaube ich, würden wir an der Stelle viel, viel vergeben. In diesem Sinne erst einmal vielen Dank und ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank, Herr Hauner, für diesen, wie ich fand, außerordentlich anschaulichen Vortrag. Und wenn Sie mal so nett wären, falls das technisch möglich ist, die vorletzte Folie noch mal auflegen. Mit der täte ich nämlich gern in die Diskussion einsteigen. Auch was Sie an Folgerungen gezogen haben, ist mir alles sehr sympathisch. Ich kann es ja auch versuchen, sprachlich zu formulieren. Aber der zweite Punkt auf der vorletzten Folie bei Ihren Schlussfolgerungen, wo Sie die Forderung erheben, dass Sie sagen, verbindliche Standards bei Neubauten. Das heißt also, Sie sagen, im Grunde genommen müssten diese technisch besseren Fenster durch, also zweiter Punkt, Ziffer 2, Einführung für alle Neubauten, also Gebäudeneubau, Festlegung verbindlicher technischer Standards für den Einbruchsdiebstahl, Schutz von Fenster und Türen, Einführung für alle Neubauten. Da hat natürlich ein Innenpolitiker zunächst einmal eine große Sympathie dafür. Aber ich bin gestern Abend mit einem Projektentwickler zusammengesessen, der hat mir erzählt, er baut gerade 2 Kindergärten. Wie lange das dauert und dass er jetzt zunächst einmal 150.000 Euro in die Hand nehmen muss, um irgendwelche Gutachten fertigzustellen, damit alles, was Ökologie und so weiter. Das heißt, was will ich damit sagen? Wir haben inzwischen gerade beim Bauen ein riesiges Feld von Vorschriften, jede einzelne gut gemeint, Wärmedämmung, Ökologie und so weiter. Aber es wird halt ziemlich viel für die Bürgerinnen und Bürger. Und jetzt kommen Sie und sagen, also jetzt müsst ihr als Innenpolitiker auch noch Standards vorschreiben, wie das einzelne Fenster auszusehen hat und welche Schrauben da dran sind. Ich spitze das jetzt ein bisschen zu. Und das ist so das Dilemma, in dem wir stecken. Auf der einen Seite wollen wir es nicht zu bürokratisch machen für die Bürgerinnen und Bürger. Oder sagen wir mal so, wenn ich das so formulieren darf, die Kollegen mögen widersprechen, wir glauben auch an den eigenverantwortlichen Menschen, dem wir also auch nicht vorschreiben müssen, dass er seine Wand zwingend per Gesetz mit Efeu begrünt, sondern wir glauben, dass das der Häuslersbauer selber klug genug ist. Aber die Anzahl der Vorschriften, jede einzelne gut gemeint, ist inzwischen eine ziemlich gewaltige und deswegen mache ich da mal einfach Widerspruch, so sehr ich mit dem ersten Punkt und auch mit dem dritten Punkt mit den Schlussfolgerungen übereinstimme, ob wir uns das wirklich antun sollen, dass wir jetzt noch einmal aus dem Grunde der inneren Sicherheit eine weitere Vorschrift machen, die das Bauen komplizierter und teurer macht. Weil vielleicht auch, Sie haben so immer gesagt, ja, so ein Fenster, das kostet dann halt keine 160 Euro, sondern es kostet dann halt 190 oder 210 Euro. Naja, ein Projektentwickler, den ich gut kenne und der in dem Geschäft seit 50 Jahren ist, der sagt, das Geldverdienen fängt beim Einkaufen an. Und natürlich viel Kleinvieh macht am Ende bei einem Wohnungskauf auch Mist. Und wir wollen ja auch, dass sich der Polizeibeamte, der Schutzpolizist, der in Stuttgart arbeitet, irgendwann einmal, jedenfalls in Baden-Württemberg, auch eine Wohnung leisten kann. Also soll alles noch erschwinglich bleiben. Bitte? Nicht nur die Schutzpolizisten, die Kriminaler natürlich auch, wobei die Besoldungsgruppe ist meistens bei den Kriminalern dann auch noch einmal ein bisschen eine angenehmere. Das wollte ich vielleicht als Einstieg in die Diskussion nehmen. Wollen wir mal erst in die Runde blicken, Herr Hauner, und ich bin dankbar, wenn Sie dann mich sozusagen duplizieren. Bitte schön. Ich bin irgendwie im Seminar. Also, mein Name ist Baumann. Ich habe einfach einen schlichten Hinweis an Herrn Hauner. Die letzten Punkte waren immer bei Ihnen, so habe ich das verstanden, die anderen sind verantwortlich, wir haben keine Vorschriften für Einbruchssicherung, das fehlt uns und das fehlt uns und das fehlt uns. Okay, aber
Haben Sie auch mal an eigenes Handeln gedacht, was mir so vorschwebt? Wir ermäßigen die Premiumleistung für die Versicherung, wenn das und das eingebaut ist. Punkt. Dann kriegen Sie den ein, ehe Sie Bundestagsabgeordnete kriegen. Oh Gott. Aber da kriegen Sie doch den einzelnen Bürger. Das geht an seinen Geldbeutel. Was haben Sie in der Richtung getan, aus eigener Kraft? Was, bitte? Danke. Ja, vielen Dank. Eine ganz präzise und konkrete Frage an Herrn Hauner. Darf ich noch mal in die Runde blicken? Bitte sehr. Und dann der Kollege. Vielen Dank, Herr Strobel. Das muss ich auch notorisch noch mal fragen. Geht jetzt im Moment am liebsten, also ist es jetzt gewünscht, jetzt um das Thema Prävention für Bauten, für Einbruchssicherung oder allgemein Thema Einbruch? Kann man auch. Ich würde sagen, es sind alle Fragen zu allen Themen jetzt zulässig. Wir versuchen es dann vielleicht bei der Beantwortung etwas zu strukturieren. Sie dürfen gerne das ansprechen, was Sie möchten. Danke. Dann an Herrn Michel und Herrn Schulz. Erforderliche Polizeikapazität zur Verhinderung von Einbrüchen. Also um mal an dem Beispiel von Berlin, Herr Michel sprach ja die Stadt schon. Also wenn ich jetzt sehe, nach einem Gespräch mit dem Innensenator, Herrn Henkel, also die Priorität zur Überwachung von potenziellen Terroristen ist nach wie vor ganz wichtig. Aber gut, der Berliner Polizeipräsident, der hat auch eine Taskforce, wie ich verstanden habe, und der Personalbestand bleibt gleich, der wird also nicht abgesenkt. Und dann unter dem Gesichtspunkt, vorletzter Punkt, dass die Berliner Polizei auch verstärkt jetzt Demonstrationen bewachen muss. Und weil Herr Michel auch das Internationale angesprochen hat, da gibt es ja jetzt so ein deutsch-polnisches Polizeiabkommen, wo, wenn ich das richtig gesehen habe, auch Berliner Polizei Einbrecher dann über Brandenburg, über Polen hin verfolgen kann. Ob trotz allem Sie beide empfehlen, dass, ich kenne jetzt die Forderung, wir sind ja hier CDU, CSU, erstmal nur von der CSU, die Streifenfahrten zu erhöhen, um Einbrüche zu verhindern, wo, also wie wichtig Sie das ansehen, ob da wirklich der große Effekt bei Hausraum, ob das erforderlich ist, dass mit Streifenfahrten eben potenzielle Einbrecher entsprechend abgeschreckt werden. Danke. Vielen Dank. Bitte sehr. Ja, erstmal herzlichen Dank, dass diese Fachgespräche stattfinden kann. Ein wichtiges Thema, was bei uns, bei den Kollegen sicherlich in den Wahlkreisen überall an der täglichen Wahlkreisarbeit an der Tagesordnung ist, weil die Menschen auf uns zukommen und insbesondere das subjektive Sicherheitsgefühl eine wichtige Rolle spielt. Ich habe eigentlich eine Frage nur, weil mir das nicht ganz klar geworden ist, aber weil es, wenn ich das richtig gesehen habe, in den Statistiken, die in allen drei Vorträgen genannt wurden, noch eine Rolle gespielt hat und aufgefallen ist. Dieser Bruch, dieser starke Anstieg an, ich glaube, das war bei den Wohnungseinbrüchen im Jahr 2009, da ging diese Kurve doch nach oben. Ist dieses Geschäftsmodell, von dem Sie, Herr Hauner, gesprochen haben, ab diesem Zeitpunkt irgendwie so effizient geworden? Oder was spielt es, welche Rolle spielt oder was ist der Grund dafür, dass wir eben im Jahr 2009 auf einmal diesen Anstieg haben? Wenn Sie das vielleicht auch noch mal erläutern könnten, das wäre dankbar fürs Verständnis. Ja, danke. Das ist sicher ein interessanter Punkt. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Tobias Rottmeier. Mein Name aus dem Bayerischen Justizministerium. Wir haben ja eben einige Landkarten gesehen, aus denen auch hervorgeht, dass die Südländer, also auch mein Bundesland, quasi relativ gut dasteht. Wobei ich auch davon ausgehe, dass es nicht ausschließlich aufgrund auf getürkten Statistiken beruht, dass wir so gut dastehen, sondern vielleicht auch ein bisschen auf unserer guten Polizeiarbeit. Aber nichtsdestotrotz sehen wir natürlich das Problem, dass gerade bei uns die Fallzahlen deutlich ansteigen. Deswegen möchte ich darauf hinweisen, dass das Bayerische Kabinett sich gestern mit dieser Thematik befasst hat und eine Initiative meines Chefs, also von Professor Bausbach, beschlossen hat, das in den Bundesrat voraussichtlich im März eingebracht wird. Und da geht es um zwei Punkte. Der eine Punkt wird Ihnen, Herr Schulz, denke ich, sehr gut gefallen. Wir wollen nämlich den Wohnungseinbruchsdiebstahl in den Katalog des Paragraphen 100a als schwere Straftat aufnehmen, sodass auch in diesem Bereich TÜ-Maßnahmen möglich sind. Würde mich natürlich interessieren, was Sie und Herr Michel darüber denken. Und der zweite Punkt, da geht es um den minderschweren Fall, der für den Wohnungseinbruchsdiebstahl im Paragraph 244 Absatz 3 möglich ist. Dieser minderschwere Fall ist erst seit dem 44. Strafrechtsänderungsgesetz 2011 eingeführt. Und wie alle, die mit der Strafjustiz in der Praxis schon zu tun hatten, wissen, führt natürlich so ein minderschwerer Fall dazu, dass insgesamt die Straferwartung in diesem Bereich zurückgeht. Deshalb ist unser Ansatz, dass man diesen minderschweren Fall wieder abschafft und den Paragraphen 244 Absatz 3 nicht mehr auf den Wohnungseinbruchsdiebstahl bezieht. Ich denke, das wäre ein deutliches politisches Signal. Sie, Herr Strobel, haben ja geschildert, dass der Wohnungseinbruchsdiebstahl
nicht nur ein Eigentumsdelikt ist, sondern auch in die Intims- und Privatsphäre eindringt. Und wir denken, es ist ein wichtiges Signal zu sagen, die Qualifikation des minderschweren Falls gibt es in diesem Fall einfach nicht. Und vielleicht würden wir es auch schaffen, dadurch die Verurteilungsquote zu Haftstrafen auf über 1% zu bringen. Danke. Ja, vielen Dank. Schöne Grüße an Herrn Bausback. Und wir wünschen dieser Initiative im Bundesrat guten Erfolg. Ja, Frau Kollegin, bitte sehr. Frau Noll. Ja, erstmal bin ich sehr froh, dass diese Veranstaltung in der Form stattfindet. Und ich komme aus so einem genannten Ballungsgebiet, Speckgürtel, mit relativ viel aktuellen Hausbesuchen, um es mal so zu umschreiben. Sie haben eben gesagt, Bewerbungsverfahren, Polizeidienst. Also ich glaube einfach, man muss auch da mal rangehen, nach welchen Kriterien auch im Endeffekt junge Schüler ausgesucht werden. Also ich habe es selber gesehen über die verschiedenen Länder. Mein Sohn hat sich für den Polizeidienst beworben. Unter anderem wird eben auch der Rettungsschwimmer verlangt. Das heißt, eine bestimmte Strecke müssen Sie rückwärts Lagen schwimmen können. Ich kenne wenig Einbrecher, die einem davon schwimmen. Also deswegen frage ich mich generell, man muss eigentlich schon mal hinterfragen, was ist wirklich das Kriterium, wo Sie sagen können, das ist ein geeigneter Kandidat für den Polizeidienst. Hinzu kommt, eben ist angesprochen worden, die Häuser entsprechend zu sichern. Ja, ich meine, auch aus einem Leben drei verschiedene Häuser gehabt, total gesichert mit Polizeidirektus. Wenn die rein wollen, kommen die rein. Also ich glaube einfach, wir müssen uns auch darauf einstellen, dass wir eine Form von Sensibilisierung der Bevölkerung haben müssen, dass die selber ein waches Auge haben, wenn sich in einem bestimmten Umfeld was bezieht. Das ist vielleicht nicht für Ballungsgebiete, aber wie Sie sagten, Speckgürtel ist manchmal ländlicher Raum. Und ich sage mal, wenn jeder ein bisschen waches Auge hat, das haben wir in manchen Bereichen auch, und meldet diese Dinge, die auffällig sind. Wenn bei uns in der Straße ein Auto reinfährt, das ist mir vor kurzem passiert, ich hatte als Abgeordnete mal weniger zu tun im Arbeitszimmer, da fuhr ein Auto sehr schnell rein, die jungen Männer passten überhaupt nicht in die Straße und ich habe gedacht, die fotografiere ich einfach mal. Und es dauerte nicht lange, da kam die Polizei, ich wollte zum Termin und dann sagte die Polizist, haben Sie jemanden, habe ich gesagt, Essener Kennzeichen, dunkelhaarige Männer, Plastikhose etc. Dann waren die sprachlos und dann habe ich denen das Foto gezeigt. Ich glaube einfach, wir müssen auch die Bevölkerung aufklären, was sie selber in ihrem Bereich machen kann. Wenn bei mir im Wahlkreis bzw. im Landkreis 3 Fahrzeuge sind, über eine Fläche von 50 Kilometern, dann wird zweimal eingebrochen in Mettmann, da können sie in Monheim alles ausrauben, weil er gar nicht mit dem Fahrzeug dahin kommt. Deswegen, ich sage mal, solange wir nicht sagen, wir haben mehr Polizei, das entsprechend geschult ist und auch nach entsprechenden Kriterien ausgesucht, wird es schwierig für uns, dem dagegen zu arbeiten. Ja, vielen Dank, Frau Noll. Das ist sicherlich auch, was Sie gesagt haben, was die Bürgerinnen und Bürger angeht, ein wichtiger Hinweis gewesen. Bitte schön. Ja, darf ich vielleicht geschäftsleitend sagen, wir würden eine Diskussionsrunde machen, weil wir haben so das Ziel eigentlich um 15.30 Uhr abzuschließen. Es soll aber natürlich noch Gelegenheit für die Experten geben, die Fragen auch zu beantworten, und der Kollege Mayer soll auch Gelegenheit haben, in einem Schlusswort eine Zusammenfassung zu machen. Deswegen, wenn Sie jetzt etwas beitragen möchten, wir machen jetzt eine große Diskussionsrunde, dann die Beantwortung der angesprochenen Themen durch die Experten und dann das Schlusswort von Stefan Mayer, wenn Sie einverstanden sind, sodass wir vielleicht in 10, 15 Minuten auch zu einem geordneten Ende kommen. Bitte schön. Ja, Mara Wendt, Mitglied im Innenausschuss. Da erinnere ich gerne an die Aktion Wachsamer Nachbar mit den entsprechenden Aufklebern, das muss man fortführen. Herr Michel und Herr Schulz, wir haben ja die Zahlen gesehen, dass wir insbesondere viele Tatverdächtige bei den Wohnungseinbrüchen und im Kfz-Diebstahl nehmen ja die Ostroute, die Ostgrenzen Deutschlands, um das Gut, was sie erbeutet haben, das Fahrzeug oder die Wohnungsgut, entsprechend über die Grenzen zu bringen. Und nun kann ich natürlich argumentieren, wachsamer Nachbar, wichtig auch natürlich Einbruchschutz, Sensibilität der Bevölkerung, aber wir werden ja nicht umhin kommen, auch ein bisschen noch unsere eigene Sicherheit, unsere Grenzen in einen gewissen Schutz zu geben. Denn solange die Täter weiß, ich kann in Mettmann einbrechen und bin 3 Stunden später unbehelligt an der polnischen Grenze, solange funktioniert ja dieses Modell. Und ich komme nun aus Sachsen, und Günter Baumann wird das bestätigen, es ist nun mal so ein Faktum, dass wir mit der Auflösung der Grenzen 2004 natürlich eine Zunahme dieser Straftaten noch haben. Die werden Sie sicherlich bestätigen können, auch für den Fallzahlen. Das heißt, was wären denn Forderungen Ihrerseits, die sinnvoll sind und die auch politisch sicherlich, das müssen wir dann durchsetzen, auch nützlich sind. Ist eine Scannererfassung sinnvoll grundsätzlich? Soll der Bund mehr Grenzkontrollen machen? Also das ist ja sowieso die Frage, dann, das brauchen wir gar nicht zu sehen, mehr Länderpolizei, mehr Bundespolizei, ja, wenn die Länder abbauen, aber der Bund soll weiter aufbauen, das wird natürlich auch nicht funktionieren irgendwo. Also da vielleicht nochmal in diesem Bereich der Außengrenzsicherung, damit das Diebesgut überhaupt nicht Deutschland verlässt. Ja, danke sehr.
Ich bitte sehr. Reinhold Hepp, ich bin beim Deutschen Forum für Kriminalprävention. Der war derzeit zugeordnet, ansonsten Leiter der Kriminalpolizei von Stuttgart. Ich möchte Sie, Herr Strobel, da ganz dringend nochmals unterstützen, in diesem monetären Aspekt den Bürger zu unterstützen, zu fördern, geeignete Sicherheitstechnik einzubauen. Weil wir haben rund 60-70% der Bevölkerung ohne ausreichende Sicherheitstechnik. Und deshalb müsste ein ganz wichtiges Ziel sein, wie können wir die Bevölkerung unterstützen, in die Sicherheitstechnik zu investieren, ohne das Haus festungsartig auszubauen, ohne eine Heerschar von Sicherheitsdiensten zu beschäftigen und Ähnliches. Und deshalb ist diese steuerliche Komponente ein sehr geeigneter Ansatz. Wir haben bisher über das DFK ja diese Komponente auf den Weg gebracht, KfW-Förderung in Kombination mit energetisch sanieren, altersgerecht umbauen. Aber davon macht natürlich jetzt, will ich sagen, der einfache Bürger weniger Gebrauch davon. Sondern deshalb ist die steuerliche Komponente ein ganz geeigneter Ansatz, um da auch nochmals ein bisschen niedrigschwelliger ranzugehen. Und das würde in der Beratung der Polizei oder auch der anderen Dienste und Unternehmen und Handwerker ein ganz wichtiger Förderaspekt darstellen. Von daher nochmals die Bitte und der Appell, das zu unterstützen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ihr Beitrag als Experte gibt uns sozusagen Motivation und Rückenwind. Wenn ich niemand übersehe, was ich nicht tun möchte, dann würden wir es abschließen. Vielen Dank für Ihre Beiträge und vielleicht in umgekehrter Reihenfolge, und Sie sind auch relativ häufig angesprochen worden, beginnen wir mit dem Herrn Hauner. Ja, vielen Dank. Die Frage, was machen wir prämientechnisch, was machen wir bedingungstechnisch, das ist etablierter Standard, das Thema. Wir haben vom Gewerbebereich bis in den Privatbereich Prämiennachlässe, weil die sich kalkulatorisch aus diesem Bereich ergeben. Das Problem ist nur, wenn Sie einen Gewerbebetrieb haben, wenn Sie einen Juwelier haben, der deutlich in Sicherheitstechnik investiert und der mehrere tausend Euro Prämie vielleicht für sein Objekt zahlt, dann bekomme ich am Ende auch bei 10% Einsparung im Risiko eine Summe raus, wo es sich lohnt zu investieren. Wenn ich eine Hausratversicherung nehme, die in Deutschland knapp über 100 Euro Durchschnittsbeitrag hat und diese 100 Euro sich auf die vier Gefahrenbereiche Feuer, Leitungswasser, Einbruchdiebstahl und Sturmhagel verteilen, dann bleibt für die Gefahr Einbruchdiebstahl risikotechnisch, Leitungswasser ist ein bisschen größer, lassen Sie es mal 18, 20 Euro sein, die übrig bleiben. Wenn ich durch die Sicherheitstechnik jetzt 50% einspare, dann sind das 9 Euro. Die 9 Euro kann ich dem Kunden sozusagen als Rabatt weitergeben. Nicht mehr und auch nicht weniger. Kleinvieh macht auch was. Dieser Rabatt kann ja auch weitergeben. Ist ja gar keine Frage. Das machen auch Unternehmen und das steht auch jedem Unternehmen zu. Aber es ist eben kein Hebel, um jetzt nämlich mal meinen Fall, eine Investition von 7.500 Euro anzuschieben. Ja, also von daher ist sozusagen die Wirkung dieser Geschichte schlicht begrenzt. Und wenn wir auf die Bedingungsseite gehen, der Markt für Versicherungen ist seit Juli 1994 dereguliert. Es gibt keine einheitlichen Bedingungen mehr. Jeder kann seine Produkte gestalten, wie er das möchte. Das tun viele Unternehmen auch, haben dort auch entsprechende Dinge vorgesehen. Aber wir können sozusagen nicht in Anführungsstrichen gesetzgeberisch als Verband tätig werden und sagen, wir führen jetzt mal alle Bedingungen ein. Grundvoraussetzung für den Versicherungsschutz im Hausrat ist, dass Mindestsicherheitsstandards erfüllt werden. Dann bekomme ich Besuch aus Bonn und das heißt Bundeskartellamt und dann stehe ich mit einem respektive zwei Beinen im Gefängnis. Das kann ich schlicht und ergreifend nicht tun. Das ist ein freier Markt. Und der Einzige, der die Chance hätte, so etwas zu regulieren, wäre mit Sicherheit der Gesetzgeber. Wobei, und da komme ich auf Herrn Strobel zurück und seine Anmerkung, ich fokussiere da gar nicht mal so sehr auf den Gesetzgeber, sondern eher auf den Normgeber. Und der Normgeber hat einen relativ hohen, technischen Normgeber, einen relativ hohen Einfluss auch auf die Wirtschaft. Wir haben es geschafft, im Bereich der Fahrzeugtechnik hier entsprechend voranzukommen und wenn meine Information richtig ist, denken auch bereits erste größere Hersteller aus diesem Bereich Fenster und Türen darüber nach, ob sie diese, ich sag mal, Billiglinien bleiben lassen. Selbst, ich kann das gut nachvollziehen, wenn also ein Projektentwickler sagt, ich muss hier 25.000 Fenster einkaufen und das kostet eine Menge Geld und wenn ich an jedem Fenster 2,80 Euro spare, dann kommt was zusammen.
Aber im Endeffekt fällt es auch wieder auf die zurück, die diese Dinge geliefert haben und eingebaut haben. Und zu sagen, dieser Reputationsverlust, der mit diesem Thema verbunden ist, der dringt zu größeren Unternehmen durch. Nur leider ist eben der Markt in diesem Bereich sehr stark diversifiziert, sodass vielleicht der Hersteller A oder B, der gelegentlich auch mal als Bandenwerbung beim Fußball auftritt, der mag sich das noch überlegen, aber irgendein Billiganbieter oder ein ausländisches Produkt, was hier auf den Markt kommt, ist davon völlig unbenommen. Also die Frage ist, wie bekommt man in diesem Bereich einen Hebel rein, der nicht an der Ecke des Kartellrechts andockt oder sonst irgendwo. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, die wir haben. Und da einen eleganten Weg zu finden, das wäre mit Sicherheit die Frage, wie man gut an der Stelle vorwärts kommt. Letzte Anmerkung, Thema 2009 und was sich dort bewegt hat. Für uns ist es schwer, sozusagen hinter die Kulissen zu schauen. Wir kriegen den Schaden gemeldet, wir sehen, was gestohlen worden ist, wir begleichen den Schaden. Aber sozusagen die Täterprofile, Entwicklungen, die dahinter sind, sind für uns, jetzt nehme ich mal einen kriminalistischen Begriff, eher ein Dunkelfeld. Wir sind natürlich dann im Austausch. Aber was wir festgestellt haben auf dem, was wir sehen, ist es eben, dass wir von zwei Dingen her attraktiver geworden sind. Und das ist zum einen die genannten Gegenstände, die leicht zu transportieren und hochwertig sind. Und das Zweite ist, dass die Absatzmöglichkeiten und die Bewegungsmöglichkeiten für die Leute besser geworden sind. Das, was wir hier auch hatten. Ich komme relativ schnell rein und raus und ich werde das, was ich sozusagen erbeutet habe, auch sehr einfach wieder los. Und das ist ein Punkt, der sozusagen die Entwicklung im Internet, Verkaufsplattformen und Sonstiges, das sind Dinge, die es auch ein Stück weit begünstigt haben. Zumindest aus unserer Sicht heraus. Ja, besten Dank, Herr Hauner. Herr Michel. Ja, vielen Dank. Ich würde mal einsteigen wollen mit der Frage Wirksamkeit von Polizeipräsenz. Ich glaube schon, dass Polizeipräsenz in stark belasteten Gebieten eine präventive Wirkung entfalten kann. Und Polizeipräsenz wird sicherlich auch Bestandteil eines jeden Bekämpfungskonzeptes sein, auch auf regionaler Ebene. Was wir allerdings berücksichtigen müssen, und damit komme ich zum Thema personelle Ausstattung, wir haben ja gemeinsam festgestellt, dass der Anstieg der Fallzahlen im Wesentlichen zurückzuführen ist auf reisende Tätergruppierungen, die auch Elemente der organisierten Kriminalität aufweisen. Diese Tätergruppierungen, die kann ich im Grunde genommen nur zerschlagen, wenn ich in täterbezogene, strukturbezogene Ermittlungen einsteige. Diese Ermittlungen, die sind extrem personal-, zeit- und ressourcenintensiv. Und da ist natürlich schon die Frage, wir haben ja im polizeilichen Bereich mehrere Schwerpunktsetzungen nebeneinander. Da ist schon die Frage, und da würde ich auch auf Herrn Schulz zurückkommen, dass wir prüfen müssen, sind unsere Dienststellen, die diese Ermittlungen führen, ausreichend materiell und personell ausgestattet. Und das muss auch im Grunde genommen jedes Bundesland dann für sich selber beantworten und das prüfen. Auch hier wird es sicherlich Unterschiede geben. Also das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Wenn ich eine nachhaltige Wirkung erzielen will, wird es nur gehen durch intensive Ermittlungen gegen diese Tätergruppierungen. Damit sind wir auch nochmal beim Thema der technischen Prävention. Das entfaltet natürlich Wirkung. Das ist überhaupt keine Frage. Das zeigen ja auch die Zahlen. Nur löse ich damit das Problem. Ich habe versucht, eben schon mal deutlich zu machen, der Wohnungseinbruchsdiebstahl ist nur eine Facette. Das Phänomen, was dahinter steht, das sind die reisenden Tätergruppierungen, die in allen Facetten und in allen Bereichen der Eigentumskriminalität aktiv sind. Was ich hier erreiche möglicherweise, ist ein Verdrängungseffekt. Wenn die bei mir nicht reinkommen, dann gehen die zum Nachbarn. Also das muss man auch immer im Hinterkopf behalten. Dann zur Frage Wirksamkeit der Aufnahme des Wohnungseinbruchsdiebstahls in den Katalog des 100a, also der Telekommunikationsüberwachung. Dazu muss man wissen, dass organisierte Begehungsformen, auch des Wohnungseinbruchsdiebstahls, bereits jetzt vom Paragraphen 100a umfasst sind. Gerade auch, daran erinnere ich nochmal, wir haben es hier mit organisierten Tatbegehungsweisen zu tun. Das kann ein Stück weit helfen, ja, um in die Ermittlungen einzusteigen, weil ich hier beim Einzeldelikt ansetze. Aber ob ich damit auch eine nachhaltige Wirkung entfalte, das würde ich auch mit einem Fragezeichen versehen wollen. Also es ist ein Element, aber man sollte sich davon nicht zu viel versprechen. Dann zur Frage, ja, gemeinsame Grenzkontrollen. Es ist natürlich so, dass insbesondere auch im Bereich der Kfz-Verschiebung es sinnvoll ist,
ja, gemeinsame Kontrollaktionen auch im Grenzbereich durchzuführen, insbesondere auch mit Polen und Tschechien. Das geschieht zum Teil bereits auch jetzt. Das kann man natürlich noch intensiver betreiben. Das ist auch Bestandteil der Bekämpfungskonzepte. Aber das Problem werden wir, und damit komme ich wieder auf den Ausgangspunkt zurück, nur lösen, wenn wir diese Tätergruppierungen ausermitteln und zerschlagen können. Vielleicht noch ein Satz zur Initiative jetzt aus dem Bayerischen Justizministerium, Erweiterung des Kataloges 100a. Wenn wir es mit organisierten Tatbegehungsformen zu tun haben, dann muss man natürlich im Grunde das gesamte rechtliche Instrumentarium auf den Prüfstand stellen. Das geht darüber hinaus. Da ist natürlich die Frage, und das ist auch von Herrn Schulz schon angedeutet worden, was ist mit der Vorratsdatenspeicherung? Ja, um die Tatbeziehungen zu erkennen, das ist ein integraler Bestandteil von OK-Ermittlungen, um überhaupt da einsteigen zu können. Mit was habe ich es da zu tun? Wer arbeitet da zusammen? Eine andere Frage ist, Vereinfachung des Rechts der Vermögensabschöpfung. Auch das ist eine Frage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, um letztendlich den kriminellen Gruppierungen auch die finanzielle Basis zu entziehen. Weiterer Aspekt, gerade wenn es um rechtliche Fragestellungen geht, Überprüfung des Instrumentariums, ein Großteil der Kommunikation im Bereich der organisierten Kriminalität oder anderer organisierter Begehungsformen, das findet heute kryptiert statt. Das heißt, wir kriegen von der Kommunikation nur noch einen Bruchteil mit. Quellen-TKÜ. Genau, das wäre eine Lösung dazu. Weil die herkömmlichen Instrumente der Beweismittelerhebung, also die klassische TKÜ, die greift nicht mehr. Ja, weil im Grunde genommen alles überwiegend kryptiert abgewickelt wird. Also das sind die Aspekte, die, was das Phänomen anbelangt, was dahinter steht, eine deutlich größere Wirkung entfalten würden, als im Grunde genommen die Aufnahme des einfachen Einbruchsdiebstahls in den 100a. Also das nur als Anmerkung dazu. Besten Dank, Herr Michel. Herr Schulz. Ja, da war eine ganze Menge Fragen. Mal sehen, ob ich das alles beantworten kann oder was vergessen habe. Dann müssen Sie mich noch mal daran erinnern. Ganz kurz zu Anfang. Ich hatte schon darauf hingewiesen. Also ich bediene mich dann immer nicht nur so meiner Erfahrung oder der Erfahrung der Kollegen, sondern auch, was hilft ja manchmal auch Wissenschaft und den wissenschaftlichen Forschungsergebnissen. Die sagen ganz deutlich, das ist in Amerika, in England, das ist in Deutschland genauso, uniformierte Präsenz, Streifenfahrt hilft nicht beim Wohnungseinbruch. Ausnahmsweise in gewissen Fällen. Sie haben sogar in der Kriminologie einen kontraproduktiven Effekt. Wenn Sie zu oft Streife fahren, fühlen die Bürger sich unsicher und sagen, wenn die hier andauernd fahren, muss hier auch was sein. Das steigt, wie die Untersuchung, die Wissenschaft sagt ganz deutlich, in punktuellen, in gewissen Brennpunkten, ja, auf jeden Fall, Präsenzerhöhung ist wichtig, aber im Bereich des Wohnungseinbruchs ist es so gut wie zu vernachlässigen. Sie brauchen operative Kräfte, also Observationskräfte, die den Tätern auf der Spur bleiben, hinterherfahren, in diesem Bereich. Also eine reine Erhöhung des Streifenfahrens bringt da gar nichts. Heißt aber nicht, dass ich nicht dafür bin, die Kollegen so auszustatten, wie sie ausgestattet werden müssen. Wenn Sie in einem anderen Bereich einen Verkehrsunfall haben, eine Streiterei haben, dann erwarten Sie zu Recht, dass der Streifenwagen in einer gewissen Zeit bei Ihnen ist und Ihnen hilft. Und nicht, dass er sagt, tut mir leid, in 90 Minuten frühestens. Aber das sind Dimensionen, die schrecken jeden Politiker ab. Wir reden alleine von der Kriminalpolizei von mindestens 10.000 Beamten, die wir in Deutschland bräuchten. Schutzpolizei hat noch mehr Bedarf. Also von daher sind das Summen, die schrecken jedes Land ab. Die Frage war, warum Anstieg der Wohnungseinbrüche? Muss man sagen, fast jede Taten oder Tatphänomene sind wellenartig. Die unterliegen Schwankungen. Wir hatten natürlich durchaus auch nach Grenzöffnung, nach der Wiedervereinigung gewisse Phänomene, wo wir allerersten Mal dann auch mit rumänischen Täterbanden zum Beispiel konfrontiert worden, die wir früher nicht hatten. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Man kann aber sagen, und das hatte der Herr von Versicherung auch schon gesagt, in diesem Bereich sind nicht mehr die nur Einfamilienwohnungen. Objekt ist alles. Überall, wo ich reinkomme, hole ich mir auch was. Laptops rausholen, Schmuck rausholen, EC-Karten und Geld. Das kriege ich überall, das hat was damit zu tun mit der Verteilung und das ist eigentlich eher der Effekt, wie wirtschaftliche Lage ist, wie die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist, wie sie in Nachbarländern ist. Wenn die Wirtschaftslage in den Nachbarländern schlechter ist, steigen hier die Eigentumsdelikte. Deswegen ist es auch ein bisschen utopisch oder blauäugig, muss man fast sagen, wenn ich jetzt sage, und ich unterstütze das durchaus, mein Haus zu sichern, aber wer von uns möchte denn zum Beispiel im vergitterten Erdgeschoss leben? Keiner, glaube ich. Wer möchte dann, wie es in Berlin hier schon in ein, zwei Projekten so ist,
in einem Areal leben, der komplett abgeschirmt ist, wie in den USA zum Beispiel, mit Wachen guarded wohnen. Also möchte, glaube ich, keiner von uns in diesem Bereich, so zu leben, in diesem Bereich. Und es darf auch nicht sein, das, glaube ich, möchte auch keiner von uns, dass es Sicherheit sich nur noch Reiche leisten können, dass sie sagen, ich werde beschützt und der arme Bürger in dem Sinne das nicht kann, der sieht zu, dass du klarkommst. Das kann es nicht sein. Und das macht es auch deutlich. Ein anderer Aspekt zum Beispiel wird auch gerne argumentiert, die Bevölkerung schrumpft ja angeblich, ist bisher noch nicht passiert, auch 2014 nicht. Wir sind nochmal gestiegen, Deutschland, aus verschiedenen Gründen. Also wir werden nicht weniger, das heißt ja auch, wir werden immer weniger Jugendliche, das stimmt schon in dem Bereich, deswegen haben wir da weniger Taten. Das stimmt auch nur bedingt, weil interessant für Täter ist das Vermögen, was in Deutschland zu holen ist. Und Deutschland wird immer reicher. Ist auch nicht abzusehen, dass wir weniger reich werden. Und wenn in Deutschland was zu holen ist, auch zu Hause, das machen die Zahlen relativ deutlich, der Schadenssummen in diesem Bereich. Die Taten sind gar nicht so gestiegen, aber die Schadenssumme exorbitant gestiegen, weil überall was zu holen ist. Und wir reden wirklich nur von Dingen, die man am Körper transportieren kann. Laptops, iPads, sonst irgendwas. Niemand klaut ihnen ihr Wohnzimmer. Wenn wir eine Anzeige haben, wo der 50 Zoll Plasmafernseher fehlt, dann weiß ich, die ist im Regelfall vorgetäuscht, die Straftat. Passiert sehr selten. Die Initiative, die gesetzliche Initiative in diesem Bereich kann man als Symbol, der Kollege sprach schon eben, 100a-Straftaten, das macht es ein bisschen einfacher, weil teilweise müssen wir uns Krücken bilden in dem Bereich, weil wir davon ausgehen, dass das bandenmäßig organisiert begangen ist. Das macht es deutlicher. Aus justizieller Sicht würde ich nicht unbedingt jetzt, was Sie auch ansprachen, darauf zu verzichten wollen, dass es keinen minder schweren Fall mehr gibt. Das hat schon seine Berechtigung. Was ich aber machen würde und was, wenn Sie ein Zeichen setzen wollen, wir hatten es vor einigen Jahren schon so, dass wir den Wohnungseinbruch rausgenommen haben aus dem schweren Diebstahl, also von § 243 zum § 244 als eigenes Delikt, ein Abziehdelikt, wie es heute heißt. Das heißt, ich bin als Jugendlicher, stehe am Bahnhof und sage, gib mir deinen Pulli. Ist ein Verbrechen. Ein Jahr Mindeststrafe. Passiert auch nicht. Passiert auch nicht, weil es minderschwere Fälle gibt. Ist ein Verbrechenstatbestand. Mindeststrafandrohung ein Jahr. Andere Maßnahmen möglich der Polizei. Das ist im Wohnungseinbruch nicht der Fall. Machen Sie also doch den Wohnungseinbruch zu einem Verbrechenstatbestand. Wer Wohnung einbricht bei fremden Menschen, ist ein Verbrechen. Das klingt dramatisch. Wenn Sie bedenken, Sie haben darüber gesprochen, was das für Folgen hat beim Bürger. Es gibt Menschen, die wollen nicht mehr in ihrem Haus wohnen. Die müssen umziehen, die wollen ihr Eigentum verkaufen, weil sie sagen, ich kann hier nicht mehr wohnen. Die wollen fremde Menschen in meinen Kleidungsstücken. Was ist nun intensiver, wenn ich Sie jetzt draußen sage, gib mir deine Schuhe, ein Jahr Haftstrafe, oder ich breche bei Ihnen zu Hause ein, wenn Sie nicht da sind, und raube ihnen sozusagen ihre Privatsphäre. Ich glaube, das ist ein Missverhältnis, immer noch ist. Zumindest ein nachvollziehbares Argument. Das ist etwas, wenn Sie ein Zeichen setzen wollen, machen Sie den Wohnungseinbruch zum Verbrechenstatbestand. Einstellungskriterien ist etwas, was wir schon seit Jahren fordern. Man glaubt es ja nicht, ich war auch mal Rettungsschwimmer, ne? Ich musste das ja auch lernen in diesem Bereich. Heute bade ich nur noch. Wir haben aber durchaus, das ist das Beamtentum. Die sind alle ungefähr gleich groß in einem Fenster, gleich alt, können alle gleich gut gucken, können gut schwimmen. Das ist sicherlich überholt in vielen Kriterien. Wir haben Grundkriterien und dann muss man leider sagen, genau die falschen Kriterien. In Niedersachsen habe ich es als Beispiel eben schon gesagt. Was versuchen wir da jetzt? Wir reduzieren die Kenntnisse beim Deutschtest. Was muss die Polizei im Regelfall wenigstens können, schreiben und lesen und sprechen? Also sollte vielleicht gerade nicht bei Deutsch gespart werden. Mittlerweile sagt man ja auch schon, das ist nicht so schlimm, das lernen Sie im Studium noch. Viel Spaß, wenn ich dann im Studium auch noch Deutsch anständig beibringen muss bei der Polizei. Im Grunde, das haben wir eben schon gesagt, wir wollen nicht in Angst leben. Ich möchte eigentlich in einer Stadt leben, wo ich, wenn ich meine Haustür nicht abgeschlossen habe, das ist nicht so schlimm, habe ich halt vergessen, da passiert nichts. Ich möchte davon ausgehen, also ich möchte mich nicht vergittern, ich möchte nicht in Angst leben müssen. Deswegen, das war auch ein schönes Beispiel, was auch zum Nord-Süd-Gefälle führt, außer dass im Süden eher verurteilt wird oder auch zu Haftstrafen als im Norden. Das hat was mit der Kultur zu tun, ist wirklich so. Sozialkontrolle in diesem Bereich, etwas wachsamer zu sein, und sind die Strukturen im Ländle oder in der bayerischen Fläche auch noch etwas anders als hier in Mitte oder in Hamburg, St. Georg in diesem Bereich. Aber einfach den Nachbarn zu sagen, wenn hier jemand ist, der hier nicht hingehört, ruf lieber einmal zu viel die Polizei als zu wenig. Und denken Sie daran, ein großer Teil der Einbrecher sind 11- bis 12-jährige Mädchen. Nochmal bitte? 11- bis 12-jährige Mädchen. Die sind Wohnungseinbrecher. Das sind auch wieder Osteuropäer. Die sind schuldunfähig, die fallen nicht auf. Wer ruft denn die Polizei, weil sie zwei 12-jährige Mädchen in der Nachbarschaft sehen? Niemand. Das sind aber potenzielle Wohnungseinbrecher. Ich sage jetzt nicht, wo die herkommen, aber
Das ist, dann müssen Sie die Polizei rufen, wenn hier auch Kinder sind, die da nicht hingehören. Die kommen auch leichter ins Objekt rein und aufhebeln, sagt der Kollege schon. Ich habe schon was von 7 Sekunden gehört vom Fenster, geräuschlos. Das ist kein Problem für Sie. Und Sie sind schundunfähig. Das heißt, wir machen nichts mit denen, wir übergeben die den Jugendnotdiensten und die sind, da ist der Polizist noch nicht mal wieder auf der Wache, da sind die wieder draußen in diesem Bereich. Und ein letzter Punkt vielleicht noch, weil wir immer uns fokussieren in diesem Bereich auf die ausländischen Reisentäter, die stellen uns vor eine besondere Problematik, weil es halt schwer ist, es länderübergreifend und für Polizei endet die Kompetenz im Regelfall oder die Sicht schon an den Ländergrenzen. Das heißt, der Brandenburger weiß im Regelfall nicht, was der Berliner treibt, weil da die Kommunikation nicht so ausgeprägt ist in vielen Bereichen. Und das gilt für andere Länder auch. Da haben sie einen wirklichen Medienbruch. Das ist Zufall, wenn die kommunizieren in Einzelfällen. Aber auch beim Wohnungseinbruch, bei den wenigen Tätern, die wir kennen, sind 75% im Schnitt deutsche Täter, keine ausländischen Täter. Gut. Vielen Dank. Das war präzise und klar. Ich darf mich bei allen Referenten bedanken für ihre wirklich guten Auskünfte. Das war sehr interessant und sehr lehrreich für uns alle gewesen. Ich habe Herrn Hauner und Herrn Michel gefragt, sie würden uns auch ihre schriftlichen Unterlagen, ihre Folien zur Verfügung stellen. Wenn Sie Interesse daran haben, dann melden Sie sich bitte bei uns und dann würden wir Ihnen das selbstverständlich auch zur Verfügung stellen. Die beiden Herren sind freundlicherweise einverstanden. Ansonsten will ich inhaltlich mich zurückholen. Das macht gleich der Stefan Mayer. Ich möchte Ihnen aber Appetit machen auf ein weiteres Fachgespräch zur inneren Sicherheit in einigen Wochen, das Stefan Mayer und die Innenpolitiker und die Kollegin Lisa Winkelmeier-Becker von der Rechtspolitik machen werden. Es hat ja heute das Thema Vorratsdatenspeicherung in unterschiedlichen Beiträgen. Herr Schulz hat sich klar positioniert, Herr Michel hat jedenfalls nicht widersprochen. Da wollen wir uns über das Thema VDS unterhalten. Wir wollen zunächst einmal klarstellen, um was geht es eigentlich. Ich habe immer den Eindruck, dass 99% derer, die im politischen Bereich über Vorratsdatenspeicherung sprechen, gar nicht wissen, über was sie eigentlich reden. Und wir wollen zum Zweiten mit Experten, mit Praktikern aus dem Bereich der Polizei einfach erörtern, ist das ein notwendiges Instrument für die Ermittlungsbehörden und wollen dann schauen, in welchen Grenzen ist das rechtlich heutzutage möglich. Und dazu möchte ich Sie schon heute einladen, dass wir über dieses politisch spannende Thema mit der Praxis in einem Fachgespräch in einigen Wochen dann unsere Reihe fortführen werden. Und jetzt hat der innenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, der Kollege Stefan Mayer, das Wort und die Möglichkeit, die Veranstaltung zu beenden und das, was wir in den vergangenen knapp 2 Stunden miteinander besprochen haben, noch einmal zusammenzufassen. Bitte schön, lieber Stefan. Lieber Thomas, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, ja, mir bleibt es an sich nur übrig, Danke zu sagen. Ich möchte jetzt nicht alles wiederholen, was gesagt wurde, vielleicht nur in aller Kürze. Zunächst mal ein herzliches Dankeschön an unsere 3 Experten auf dem Podium, an Sie, Herr Schulz, lieber Herr Michel und lieber Herr Hauner, für Ihre Beiträge. Sie haben sich wirklich einen Applaus verdient. Ich habe auch den Eindruck, die doch sehr zahlreiche Anwesenheit von vielen Kolleginnen und Kollegen auch aus dem Nicht-Innenbereich zeigt, dass dieses Thema deutliche Zunahme der Wohnungseinbruchsdiebstähle ein Thema ist, das in jedem Wahlkreis in Deutschland eine Rolle spielt. Und vielleicht kann dieses Format, das wir heute präsentiert haben, bei diesem Fachgespräch durchaus auch kopiert werden, darf ja auch kopiert werden in den Wahlkreisen. Ich habe selbst in der letzten Woche mal bei mir im Wahlkreis ausprobiert, mit Anwesenheit des bayerischen Landespolizeipräsidenten und dem Leiter der örtlichen Kriminalpolizei. Und die Resonanz war ausgesprochen positiv und groß. Das Interesse der Bevölkerung ist groß an diesem Thema, weil, und das, darauf ist ja heute auch schon hingewiesen worden, es nicht nur um den materiellen Schaden geht, der eintritt, wenn man Opfer eines Wohnungseinbruchsdiebstahls wird, sondern vor allem die psychischen Probleme, die man hat. Das hat sich auch letzte Woche in der Veranstaltung jemand gemeldet, der mir erzählt hat und auch den Anwesenden, dass sie nicht mehr in der Lage war, in dieser Wohnung zu verbleiben nach einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Ich glaube, man kann sich als jemand, der so etwas nie persönlich erleben musste, gar nicht vorstellen, wie es ist,
das Gefühl zu haben, dass jemand in die intimste Privatsphäre eingedrungen ist, die Schränke durchwühlt hat, persönlichste Dinge sich angesehen hat, mitgenommen hat. Ich glaube, das ist ein Thema, das die Menschen bewegt, das auch das subjektive Sicherheitsempfinden der Menschen sehr stark tangiert. Und ich glaube, es ist schon ein Thema, auch wenn man es nicht überdramatisieren soll, wenn alle 3,5 Minuten in Deutschland im Schnitt ein Wohnungseinbruchsdiebstahl stattfindet, mit großen regionalen Unterschieden. Lieber Herr Schulz, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die guten Zahlen in Bayern nur darauf zurückzuführen sind, dass manipuliert wird. Ich würde auch nie sagen manipuliert. Ich würde sagen, wenn, dann wird kreativ gestaltet in Bayern, aber nicht manipuliert. Aber ich glaube schon, dass die unterschiedliche Präsenz auch der Polizei und vielleicht auch die Stringenz dann in der Handhabung mancher Dinge durch die Justiz da schon auch gewisse Unterschiede dann auch herbeiführt, was die Häufigkeitszahl anbelangt in unterschiedlichen Bundesländern. Und da darf ich vielleicht auch schon jetzt zu der Schlussfolgerung kommen. Ich glaube, es ist klar geworden, auch im Rahmen des heutigen Fachgesprächs, dass es keine singuläre Maßnahme gibt, die jetzt dazu beitragen wird, in den nächsten 2-3 Jahren die Anzahl der Wohnungseinbruchsdiebstähle deutlich nach unten zu bringen. Ich glaube, es bedarf eines gesamten Maßnahmenpaketes. Und da darf ich auch anknüpfen an die Wortmeldung unserer Kollegin, der parlamentarischen Geschäftsführerin Noll. Ich glaube, du hast vollkommen recht, als du darauf hingewiesen hast, dass am wichtigsten ist, dass die Bürger wachsam sind. Eine aufmerksame Bürgerschaft hat nichts zu tun mit Neugierde, hat nichts zu tun mit Wichtigtuerei, sondern das hat einfach etwas damit zu tun, dass man die Bürger auch, glaube ich, seitens der Politik immer wieder dazu animieren sollte, sich auch für die Nachbarschaft, für das Umfeld zu interessieren. Und ich glaube, dass dies eine der Kernbotschaften auch sein sollte, gerade bei diesem Thema Wohnungseinbruchsdiebstähle, dass wir auch die Bürger immer wieder zur Wachsamkeit und zur Aufmerksamkeit animieren sollten. Dann, was das Thema Sicherungsvorrichtungen anbelangt, glaube ich, ist auch klar geworden, dass es schon heute auch relativ preisgünstige Möglichkeiten gibt, sowohl in Form von mechanischen als auch in Form von elektronischen Sicherungseinrichtungen, die eigenen 4 Wände sicherer zu machen. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass wir, und lieber Thomas, wir sind uns da ja einig, dass wir auch dem Gedanken eines eigenen KfW-Programms näher treten sollten. Es gibt zwar, das ist ja heute erwähnt worden, schon die Möglichkeit im Rahmen eines energetischen Sanierungs- oder einer energetischen Sanierungsmaßnahme oder im Rahmen einer Maßnahme des altersgerechten Wohnens durch die KfW auch die eigenen 4 Wände sicherer zu machen. Aber ich weiß, bei der KfW bedarf es da noch einer gewissen Überzeugung. Die sagen, es sollten nicht so viele Programme werden. Aber ich glaube, ein eigenes Programm zum Thema bessere Sicherung der eigenen 4 Wände wäre durchaus sachgerecht und überlegenswert. Und genauso auch die Frage, ob man nicht, was die steuerliche Absetzbarkeit anbelangt, hier weitere Fortschritte unternimmt. Ich darf ja auch sagen, lieber Thomas, wir haben uns diesbezüglich ja auch schon an den Bundesfinanzminister gewandt. Da gibt es auch noch gewissen Diskussionsbedarf, aber wir sind da im Dialog. Und ich glaube, es wäre auch durchaus wichtig, dass auch Privatpersonen eigene Sicherungsmaßnahmen steuerlich absetzen können. Gewerbliche Immobilienbesitzer können es natürlich heute schon, muss man auch immer dazu sagen. Wenn jemand die Immobilie zu gewerblichen Zwecken nutzt, dann sind natürlich sämtliche Sicherungsmaßnahmen, die durchgeführt werden, schon heute in vollem Umfang als Betriebsausgaben steuerlich absetzbar. Aber eben noch nicht für Privatpersonen, mit Ausnahme des Arbeitsanteils, des Werklohnanteils bei Handwerkern, der ja heute schon bis zu einer Gesamtsumme von 3.000 Euro auch steuerlich geltend gemacht werden kann. Aber ich glaube, noch, wir setzen uns dafür ein, dass dies auch so bleibt. Und sollte man, glaube ich, auch immer wieder klar machen. Aber ein Thema, dem wir auch mit Sicherheit weiter Bedeutung schenken werden. Was gesetzgeberische Maßnahmen anbelangt, darf ich, glaube ich, auch für uns sagen, wir unterstützen die Bundesratsinitiative Bayerns. Wir haben das ja zumindest als CSU auch schon in unserem Papier, das wir im Rahmen der Klausurtagung in Wildparkreuth verabschiedet haben, dass man den einfachen Wohnungseinbruchsdiebstahl auch zu einer schweren Straftat nach 100a StPO aufstuft. Weil mir auch von der Justiz und lieber Herr Schulz, Sie haben dies auch bestätigt, immer wieder die Rückmeldung gegeben wurde, dass zum Zeitpunkt der Antragstellung häufig noch nicht klar ist, ob es sich um einen bandenmäßigen Wohnungseinbruchsdiebstahl handelt oder um einen einfachen Wohnungseinbruchsdiebstahl. Und wenn man da immer mit der Krücke, sage ich mal, des bandenmäßigen Wohnungseinbruchsdiebstahls arbeiten muss, um überhaupt die Möglichkeit zu bekommen, eine Telefonüberwachung vornehmen zu können, ist dies, glaube ich, nicht ganz sauber. Deswegen unterstütze ich dies wirklich nachdrücklich, dass man
auch den einfachen Wohnungseinbruchsdiebstahl hier in den Katalog des 100a StPO mit aufnimmt. Was den minderschweren Fall anbelangt, muss man sich dies mit Sicherheit auch nochmal ansehen. Aber ich glaube, gerade bei dieser sehr geringen Verurteilung zu Freiheitsstrafen wäre dies aus meiner Sicht durchaus auch sachgerecht und darf auch für uns sagen, lieber Herr Schulz, wir nehmen diese Idee auf jeden Fall mal sehr intensiv und sehr gerne auch mit in unsere Überlegungen mit auf, ob man nicht den Wohnungseinbruchsdiebstahl auch zum Verbrechenstatbestand hochstuft. Diese Unwucht, die Sie dargestellt haben, zum Abziehen in Anführungszeichen von Gegenständen, glaube ich, ist durchaus auffällig und sollte deshalb aus meiner Sicht auch durchaus insoweit mal in der Überlegung weiter eine Rolle spielen. Worauf heute jetzt noch nicht hingewiesen wurde, ist eine Maßnahme, die mir auch aus Bayern bekannt ist, die durchaus schon von Erfolg gekrönt ist, ist die neue Software Precops, die jetzt zwar nicht in Bayern kreiert wurde, aber in Bayern momentan im Rahmen eines Pilotprojekts in Nürnberg und in München, wie ich gehört habe, auch schon ganz erfolgreich eingesetzt wird. Das Ganze kommt aus Zürich und die Züricher haben da wirklich einen großen Erfolg damit zu verbuchen gehabt. Die haben diese Software über ein Jahr hinweg eingesetzt und diese Software war zu 86% erfolgreich. Also ich bin jetzt nicht in der Lage, im Detail zu erklären, um was es geht, aber im Grunde genommen geht es darum, dass man ein Stück weit vorhersagen kann, in welchen, nicht genau in welchem Straßenzug und in welchem Haus, aber zumindest in welchen Gegenden einer Stadt sich in der nächsten Zeit welche Delikte mit welcher Wahrscheinlichkeit häufen werden. Und wie gesagt, in Zürich hat die örtliche Polizei dies über ein Jahr hinweg durchgeführt, Erfolgsquote 86%. Und die Wohnungseinbruchsdiebstähle sind in dem gleichen Zeitrahmen um 40% zurückgegangen. Also durchaus eine Überlegung, die auch kein Allheilmittel ist, möchte es nicht überhöhen, aber zumindest ein Baustein sein kann in einer erfolgreicheren präventiven Polizeiarbeit in diesem Zusammenhang. Also meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, man sieht, wir sind nicht untätig als Politik, als Sicherheitsbehörden, aber zu aller Vorderst sind die Bürger auch selbst aufgefordert und ich möchte wirklich zu 100%, lieber Thomas, auch deine Einschätzung teilen. Ich halte auch persönlich weniger von Zwangsmaßnahmen, was jetzt Bauordnungsrecht anbelangt, dass man hier die Bürger dazu verdonnert, bestimmte Maßnahmen verpflichtend vorzunehmen. Ich bin da auch ein großer Fan und großer Anhänger von Anreizsystemen und ich glaube, da gibt es auch, lieber Hauner, Sie haben ja auch darauf hingewiesen, was auch Prämien-Incentives anbelangt, durchaus seitens des Gesamtverbandes der Versicherungswirtschaft ganz interessante Ansätze. Das Thema ist ernst zu nehmen. Aus meiner Sicht tangiert es gerade diese deutliche Zunahme der Wohnungseinbruchsdiebstähle, verbunden mit der doch immer noch sehr geringen Aufklärungsquote, in großem Maße das subjektive Sicherheitsempfinden der Bürger. Ich darf mich nochmal bei Ihnen ganz herzlich bedanken, zu aller Vorderst bei den drei Experten, aber insbesondere auch bei Ihnen allen, die Sie mit Ihren Beiträgen auch zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben. Und ich glaube, auch die starke Teilnahme heute hat gezeigt, dass wir insoweit auch das richtige Thema gewählt haben. Wir werden dies, lieber Thomas, auch in Zukunft hoffentlich weiterhin tun. Du hast schon auf das nächste Fachgespräch hingewiesen. Ich darf mich nochmal für Ihr Kommen ganz herzlich bedanken und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.